Und willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute wird es absolut wild, denn heute gibt es mal wieder ein klassisches globales Turnierduell. Wir haben gerade das Zweifachturnier am Start und heute duellieren wir uns mit Kollege Morten und Kollege Karl, dem Lavaloon-Gott, im GT. Wir versuchen unser Bestes zu geben, spielen so lange, bis wir rausfliegen. 1 gegen 1 gegen 1, volle Konfrontation. Letzten Challenges, sage ich ehrlich, liefen nicht ganz so gut für mich. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen was wieder gut machen. Wer das Ding am Ende gewinnt, das erfährst du in diesem Video. Daumen oben lassen, wenn es dir gefällt, ein kostenfreies Abo. Natürlich auch nicht vergessen, wenn du von diesen Prachtlachs-Exemplar-Videos keins verpassen willst. Außerdem natürlich nicht vergessen, Freunde, gerne Copics im Schaum tragen. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Und falls heute Silvester ist, kann sein, dass das Video an Silvester kommt. Guten Rutsch. Ansonsten frohes neues Jahr. Ja, und jetzt geht's los. Ich bin mit Bixmans Deck 05 gegangen. Da muss ich erstmal einen Kommentar schreiben. Oh. Ja, damit kannst du ohne Witz nicht 05 gehen. Das geht gar nicht. Das ist nicht wirklich. Außer es ist Floppy. Spielst du jetzt wirklich Ego, oder? Ja, jetzt erstmal so ein paar Runden. Klar, warum nicht? Okay. Darf nur eine Poker. Machst du Einsatz? Bei uns. Hm. Weiß nicht, Bruder. Was ist jetzt beim Poker? Beim Poker mit Floppy. Ah, Poker und Floppy? Achso, hat er das alles geschrieben? Okay, hab ich gar nicht gelesen. Ich hab nur gelesen, dass er nicht kann und dann. Er hat ein Poker-Meeting! Um mal auf die Fresse zu kriegen. Sein ganzes Geld ist der verzockt. Morgen zieht er wieder. Dass er wieder Geld hat. Ey, naja, Poker ist aber irgendwie geil. Poker macht Spaß. Wir können 10 Subs machen oder so. Achso, ja, direkt auf Großverdienerbasis. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich merke das. Du musst mal so zeigen. Obwohl der Dezember-CPM mir hart reinzahlt. Der Dezember-CPM ist in den letzten Tagen nochmal gedroppt, bei dir auch? Ja. Das ist richtig nice. Obwohl die gleichen Klicks am Start waren, ist er einfach gedroppt ohne Grund. Das ist geil, dass der Dezember-CPM schlechter ist gefühlt als die anderen. Ja, das ist wirklich eine coole Sache. Habe ich auch genauso kommen sehen, Papa. Ja, schade. Glaubst du, es liegt am Omikron? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann sein, aber kann auch nicht sein. Ich weiß es, ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt, Mann. Das ist, die Wege des TPM sind unergründlich. Ja, okay. Bin arm. Trotzdem zählt's ab. Okay. Hallo, okay, Kilderboy. Was ist denn mit dem Gegner eigentlich los? Hat er irgendwie eine Meise? Also, was denkt er jetzt? Lol, eine Meise. Wie denkt er das jetzt? Also, was machst du, hä? Ein Hoch auf uns und... Auf dieses Leben! Deutsche Musik ist underrated. Kommt auf mal welche. Ey, GG, geil, erste Runde easy gewonnen. Was denn? Revolver hält. Quasi, wo du zuerst im 13 Monat stand, egal wie gut du Ski fährst, Ed gewinnt jedes Skirennen. Danke dir schon mal. Ja, Alter, geil, Quasi, Modo. Ey, it's to go. Just a perfekt. Game. Ich hoffe, danke für den 13. Und BIM03MC ist frisch dabei. Danke dir, BIM03MC. Kuss geht raus. Und Eumel auch zum 18. Ich hab das Safe gespielt, das haben wir so nicht gespielt. Ah, alles gut, alles gut. Wir wechseln später bestimmt noch. Wechseln später Safe noch. Danke dir für deinen 18 Monat. Und Gasus 7 ist im 28. Kuss geht raus, Gasus, für deinen 28. Und in die Autos haben wir uns für Zartraxa. Kuss geht raus, Bier. Für das, Noti. Dankeschön, sehr geil. Ich glaube, der Gegner hat gute Karten gegen mich. Weiß halt nicht, was seine Win-Condition ist. Ich glaube halt. Was spielst du, Grabstein Zeike? Ne, ich spiel Lavaloon. Wie gedacht. Also, der Witz ist am Horten vorbeigegangen. Ja, der hat gar nicht überhaupt komplett zügig geantwortet. Mal ehrlich sein, Feuerball. Ich finde dieser Skelly King, der, man denkt so, der spawnt keine Skellys mehr und dann kommen nochmal so 5. Ja, das spawnt irgendwie 70.000 auf einmal, ja, da bin ich bei dir. Okay. Der wird aber nur so ekelig, sie spielt auch so mit Mortar, Minion-Morde und Geld-Army, das wäre komplett eklig. Ja. Das ist halt eine Karte, die sehr gut mit Spam interagiert. Du machst Skami Brücke, dann Skelly King hinten und der Gegner muss noch was gegen Skami, dann ist der Skelly King voll aufgeladen. Ja, das ist geil. Da hat man irgendwie so das Leben durchgespielt automatisch. Feuerball nicht die Hexe getroffen. Kann man Cage kommen oder so? Ja, das geht ja gut nicht. Nee, der Gegner sah sich da jetzt auch einfach nicht mehr in dem Cage. Das ist dann einfach okay. Da musst du auch einfach voll committen. Ja, gute Pfeile auch, die töten nämlich gar nicht, das war sehr stark. Gegner ist wieder komplett schlecht. Also Gegner ist ja wieder wirklich eine Maschine. Hör doch mal auf zu sagen, er ist schlecht, das ist eine Maschine. Sieh, wir gucken mal, wie der spielt. Komplett kacke. Das ist krass, Alter, der ist wirklich heftig. Gute Hexe. Ich wünschte, ich wäre genauso gut wie der Gegner. Oh,
Ja, an deiner Stelle schon, aber trotzdem ändert das ja nichts an meinem Punkt. Ja. Feuerball. Bringt gar nichts. Skelly King zurück ohne Grund, der nicht mal aufgeladen wird. Smart. Ja, echt krass aufgeladen. Ja, der Gegner ist wirklich nicht so die. Ah, die hat Bild nochmal benutzt. Ja, gut, geil. Phänomenal, du bist raus, da kannst du Morten und Karten so nicht werfen lassen. Also wir starten bei 12. Das nee, Tagebücher, bis den Witz, den boykottiere ich. Ja, macht was Sinn, dass es bei 12 ist, oder? Das ist halt wieder so eine Kali-Legend-Analyse. Naja. Der eine oder andere in diesem Trio kann durchaus begrüßen, dass wir bei 12 gestartet sind. Stimmt. Aber. Aber? Hätten wir bei 15 gestartet, hätte ich auch nicht in der Badewanne gespielt. Entspannend. Was wirklich? Alles klar, Kilo, aber okay, ich geh ins Game. Tun Sie dies. Wurde von einem Insta-Account mit 40 Abos gescammt und der hieß auch Morten Royal. Danach wollte mein Freund dich verprügeln. Fuck. Ach du Scheiße, whatever reading. Iron, it's just a game. Morten, merk dir bitte immer, es ist nur ein Spiel. Ja, ich hab gutes Matchup. Hör bitte auf, das so ernst zu nehmen. Es ist nur ein Spiel. Ach, du hast mit E-Giant so schlecht performt? Nein, mit Lava Clone. Ja, okay. Weil auf einmal so Anker, Nado, Exi, mit Tornado kam. Hallo? Ja. Der Tornado! Das Game ist over. Oh ja! Das war's. Selber geht noch. Ja, Chat, selber geht noch. Selbes Outcome. Wie das? Wie Snipe, hä? Wieso wird der Prinz gespielt? Weil Prinz OP ist. Okay. Jo, GG. Crazy. Also, outplayed. Der Feuerball. Ja, der Feuer auf dem Prinz ist auf jeden Fall eine gute Lösung in der Situation. Schmeckt. Da reingeht ist die Frage. Ja, mit der Scatter in der Brücke. Vielleicht kommt gleich einfach der Skelly King hinten. Das ist halt irgendwie so ein Play, der ist crazy. Ja, aber er wird trotzdem. Und dann spielt er so einen komischen Graveyard. Das wird gar nichts bringen. Das war's. Das ist kacke von ihm. Game ist durch. Er kann mäßig verteidigen. Wird seinen halben oder seinen ganzen Turm verlieren. Ja, GG. Oh, oh. So, das wusste ich nicht. Oh, war ich wirklich. Bin ich aufgeschmissen, dass er jetzt nach hinten geht? Habe ich nicht mitgerechnet. Aber war sogar okay. Guter Feuerball. Weiß er nicht. Okay. Ja gut, ich würde sagen, ich gehe ins Game, ne? Kannst du keine machen, wenn du vorhast. Wenn du das vorhast. Gut. Rein. Rein, rein, Abfahrt. Rein, rein. Abfahrt. Juan Pablo XD. Für ihn. Juan Pablo heißt Johannes Paul auf Deutsch. Wusstet ihr das? Nur du? Ja. Wir gucken Bigsman zu. Ja, macht Sinn, oder? Ja, habe ich aber nicht so festgestellt. Kann Game, ich. Leute, GG ist in den Chat. Ja, auch bei mir das ist Game. Alter, heftiges Game, und der Typ ist echt ein Sweater. Der Typ ist ein Sweater. Oh, der ist ein Sweater, der ist ein Sweater, guck hin. Oh, perfekt, AFK. Er hat halt echt AFK einfach. Wie dumm. 2.6 oder so, ist ein geiles Bett gegen mich. Aber der Start hätte nicht besser sein können. Ha! Wie? Gegner hat nicht gespielt, natürlich. Ja, das kommt auch einfach der klassische Overcommit mit 11 Wix hier im Ballon oder 12. Ist gut. Weil du musst manchmal auch einfach konsequent sein. Ja, da musst du einfach manchmal durchziehen. Das ist so ein Moment, wo du einfach durchziehen musst, weißt du? Ist einfach gut. Jetzt ja, geht's hier in die Unsichtbarkeiten, der Miner wird komplett zerpflückt und die Dingens Mister auch, genau. Ich glaube, ich hätte, wenn ich AFK gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Aber er ist ja AFK, von daher habe ich jetzt, glaube ich, eine erledigt. Auf
Ja, so ein Snowball, den kann man auch mal failen. Ja, manche so Sachen muss man auch spannend machen. Aua. Müssen noch Pfeile kommen. Ja, nee, wir lassen das mal bleiben. Okay. Alter, das wird ein Comeback von Juan Pablo. Ja. Das ist auf jeden Fall der Turm. Das ist der Turm. Aber 1-1 sollte eigentlich gut für dich sein, wenn du Same Lane die Air pusht. Ich glaube, Juan Pablo hat kein Big Spell. Wenn er noch ein bisschen mehr reingespellt wird. Ich glaube auch, dass er kein Big Spell hat. Oh, sie hat jetzt irgendwie eine Karte erhackt. Aber du spielst E-Golem jetzt auch nicht so gut, oder? Warum? Du spielst jetzt, als ob du jetzt so ein 6K, 7K, 4K, 2K Spieler bist. Das kann ich jetzt irgendwie nicht beurteilen. Ja, aber es reicht für Juan Pablo. Pablo konnte auf die ersten 5 Minuten nicht aufs Game zugreifen. Ja, das ist nicht korrekt. Ja, das gehört dazu, im All-Inclusive Ego-Paket, ne? Und Pablo lässt den King Tower draufgehen, um zu Tower Train. Ja, ist korrekt. Das hab ich so gemacht. Ah, Masketieren ist immer geil, die kriegt gute Value. Jetzt gibt's den nächsten Balloon. Die Frage ist, wo wird der nächste Balloon kommen? Mhm. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wieder was von Eisgolem Lunenknick kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht reichen wird. Ja, stimmt. Warum beschützt er denn sein Mast nicht? Ist er wieder dumm? Ja, der arme Eisgolem war's. Wie der arme Gegner verdient, wenn er so kacke spielt. Der wird aber komplett hart gefahren. Ja, klingt so. Ich sage mal so, ich habe die eine oder andere Truppe gegen Luft, aber Juan Pablo hat natürlich auch die eine oder andere Truppe gegen uns, ne? Muss man auch sagen. Also jetzt hier mal keine Ahnung machen. Ich denke auch, dass Juan Pablo jetzt Probleme hat. Shalom! Abfahrt, geil! Geil, 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 GG, da sehe ich mich. Pablo. Miguel Pablos Bruder. Alright, okay, alright, okay. Abfahrt. 1-1. Nein, der hat keine Karte gegen Apple. Spielt's gegen Annie. Junge, mein Internet. Was ist los? Weiß nicht. Ja, komm zur Telekom. Dann. Mein Internet ist komplett bad heute. Karl? Jo, wir müssen uns auf dem Handy ändern. Ja, da gibt da jetzt einen Vorteil, ne? In der Sekunde muss man auch einfach so random eh was an die Brücke, das ist dann immer so. Ja, das ist geil. Alter, ich hasse es auf dem Handy zu spielen. Ja, ich auch. Ja, aber ich glaube für Annie sollte es reichen. Ja. Packerbrücke, ja, das ist gut. Packerabstand. So, das war der Grabstein, ja. Danke. Hä? Junge, ich bin auf dem Handy, Kollege. Das ist für mich ein neues Spiel für mich. Um Gottes Willen. Ich glaube, Annie hat ein Problem. Ja, das ist auch ein ganz gutes Spiel, was er jetzt hat. Oh, Mann. Das war's, ja. Gespielt, Offlade. Also geht da wirklich. Jeder wird BM'd, hä? Was bist du für ein toxisches Schwein? Ich wollte Game schreiben. Junge, du BM'st Leute bei 2 Siegen, der bei 4K ist. Ja, aber ich hoffe, du bist zu Annie. Ich bin echt weh. Wow. Ich bin ein Long-Term-Problem, ja. Ibabs? Was labert? Laberst du, Karl? Ausrede. Das ist es. Du hast einfach gewonnen. Okay. Morten Royal, it's your time to shine. It's my time to shine. Again. Sieger. Viel Glück. Jo, gut, Leute. Hey, Bruder. Abi, oh, ich habe wieder Opera geöffnet. Abi-Check, was kann er? Wieso wird Opera benutzt? Ich weiß nicht, es ist halt mein Standardbrowser.
172 Tabs aus Versehen geöffnet schon. Na, laggt's immer, weil der komplett überfüllt ist, Opera. Kannst du aufhören? Kannst du aufhören, Apovert auf Wish nachzumachen? Es gibt mir diese Feelings, wo der eine Monte nachgemacht hat. Ja, das fand ich auch lustig. Ich musste auch lachen. Ich hab's wieder auch gesehen. Komplett broken Counter Regulation, oder? No. Nein! Okay. Also, der Gegner hat ein sehr, sehr interessantes Golem-Deck, ja? Ja. Da kommt doch einfach der aggressive Golem mal reingeschwanzt. Reingeschwanzt. Okay. Das wird gelütnigt und jetzt haben wir gleich einen E-Giant davor. Und jetzt ist der Bomber stirbt und der Bomber ist eigentlich wichtig gegen den Grabstein. Das heißt, wir müssen jetzt den Baby Dragon in die Mitte klatschen. Ja, den nee, Licht du. Abfängt und dann ist das Game wieder durch. Oh, outplayed! The huge outplay von Morten Royal. Coming from behind. Juhu. Hör mal auf. Warum? Ich zitiere Andrew Guy. Ja, ich weiß. Oh, ich komme im Lachkarl wieder. Ich weiß nicht. Wir mussten drüber nachdenken. Gegner spielt die Flobby. Der war einfach Golem-Brücke. Chillig. Golem ja, das ist der wahre Lifestyle. Nicht an den King gezogen werden. Die Mites können auch gezogen werden. Oh, Karl. Karl kennt das YouTube-Video nicht. Okay. Wer hat das gesagt? Flobby. Das war Flobbys YouTube-Titel. Du musst wissen, so auf YouTube ist es wichtig, dass ein Titel möglichst catchy ist, das weißt du ja. Ist das Video gut getrendet? Nein, oder? Ja, aber. Ja, was heißt getrendet? Das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht neben Montana Black spielt GTA IP oder so. Okay. Ja, ich geh ins Game. GG's. Wow. Royal Game. Wieso spielen wir eigentlich alle Beatdown heute? Ist ja crazy. Liegt vielleicht ein Double Lixe, kann es sein? True. Aber. Ja? Irgendwann in Triple meintest du mal, dass irgendwie Miner Wallys das beste Deck ist. Da war Miner Wallys aber noch gut und ich war auch gut. Noch. Ah, okay. Ah. Was ist passiert? Komplette Waschmaschine durchlaufen. Du Armer. Ja, wenn man halt mit so Lava spielt und immer chillt, dann verliert man das Game auch. True. Royal Gamer aus The Ghost. Wie Graveyard. Der Feuer bei beide eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich glaub, eigentlich hat er Konter. Das ist jetzt seine Ferndiagnose. So. Ah, chillig. Oh mein Gott. Als ob das nicht geklappt hat für ihn. Er ist dumm. Der Arme. Wieso bastelt man sich immer so Decks und denkt sich auch immer, ich pack da eine Snowball lieber rein. Danke, Mr. Dogs. Aber er hat kein Big Spell! Ja, schon. Ich bin das ganze Gegner haben kein Big Spell. Ja, wie dumm, wie kann man denn in dem Modus kein Big Spell haben? Ich check's ja, nicht. Cool. Manche Leute packen sogar jetzt in den Lightning rein und manche spielen einfach lieber mit dem Snowball. Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist für mich inakzeptables Verhalten. Das ist einfach. Ja, ich glaube, das Game ist durch, ne? Also jetzt nicht, dass ich irgendwie pushen will, aber. Ich auch. Geht noch nicht so der Allergeilste. Im ganzen Ozean. Naja. Oh, ich bin ein großer Fan. Peace. Okay. Ja, das war jetzt gar nicht mehr so geil, aber ist egal. Ist auch wenn immer Long-Term zu denken. Manchmal brauchen wir auch jetzt Erfolg. Short-Term denken. Neue Chain. Alter. Boah, das war satisfying. Das war richtig satisfying. Der arme Gegner. Ich weiß halt nicht wieso. Nein, die ist aber heute auch wirklich arme Gegner. Ich weiß halt ehrlich nicht, wieso einfach sich entschieden wird, Snowball einzupacken. Ja, muss ich ihn fragen. Das war. Ja, guter Snowball auch an der Stelle. Aber also, er hat mich in den Snowball drin.
sonst auch wirklich gut, weißt du? Das spielt sich auch wirklich, der setzt es gut um mit dem Snowball. Das musst du den Gegner auch einfach mal anerkennen dann, weißt du? Agreed. Du nimmst halt einen Snowball rein und kannst du nicht mehr spielen. Ist halt smart. Ja. Ich hab auch. Ja, okay, jetzt muss ich ins Game. Wenn oder? Das so ein... Ich muss Karl? Karl muss, ne? Ja. Wenn das so ein Comfort-Pick wäre, könnte ich ja nochmal nachvollziehen, aber ist ja nicht mal ein Comfort-Pick. Ja. Sauer. Du musst ins Game, Karl, The Legend. Karl, The Legend. Gehen Sie jetzt ins Game. Nee, das ist, kein Lipp. Tabelle und kein Lippenstück, Leute. Dios aus Clashification. Clashification. Schäme mich vor eure Decks. Ja, kannst du machen, Buddy. Es steht dir frei, dich dafür zu schämen. Oh. Ja, die geht damit der Barbarenhütte. Ist das Egolem? Die beide. Ja. Egolem, ja. Wie möchtest du den Elektro-Drink killen? Na, ich halte mal. Ich hab jetzt so ein Heal-Spiel dran. War der Ego nicht mega trash? Der Ego war Dogshit. Der war trash. Ja. Der ist nicht meine Schuld, ja. Hä? Ich hab gar keine Gewalt. Du musst einfach kurz mal die Schuld abbrechen. Ja, das war's jetzt ungefähr. GG ist kein Edo mehr, kein Feuerball mehr. Das war's. Juhu! Aua. Pain. Was ist echt so? Oh, komplett ich Ego und Mila Bridge Kombi. Ist nicht gut. Ja. Das war's, I guess. Ich finde das Global Tournament einfacher als Classic. Und ihr so? Ja, weil du nur P-Deck spielst. Okay. Also wenn ich deine Gegner sehe, dann... Wundert's mich nicht. Na, ja, bisher hast du noch keinen Clash Royale Gegner, der Clash Royale spielt. Okay. Ins Game. Morsen Royale. Gegen MMM! M.M.M. Was kann der Kollege? Sepp ich schon mal gar nicht gutes Matchup. Matchup ist mega trash. Hat richtig guten Spam wahrscheinlich mit Cage. Hat eigentlich mega Hardcounter, wenn er gut ist, gewinnt er das. Dein Prinz ist auch nicht so geil dagegen, oder? Ja, führt das auch von mit Ace. Na ja, gut luck. Ey, ey, ich glaube mein Schwein pfeift! Was ist denn das jetzt hier? Warum hat er die Doppel-Spawner? Yo, was ist das für eine Scheiße hier? Ich glaube, ich... Ja, Digga, also wenn er das verliert. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich hoffe einfach, dass er hart crash ist. Oh! Ich glaube, macht das Geld? Ich finde das Matchup nicht sogar noch ein bisschen besser für dich. Als irgendwie mit Kanonenkarbe oder so. Ja, Kanonenkarbe wäre komplett Dogshit. Okay. Okay, okay, okay. Die Partie bleibt angespannt. Bro, also wenn ich da durchkomme dieses Jahr... Das ist nochmal Weihnachten. Okay, wir machen Babyling hier, keine... Babyling war sexy-maxi. Der ist komplett mehr Alexi. Er hat rasiert. Aber das ist ja fein. Oh. Okay. Diese Probleme, mit denen wir uns hier... Die können wir auch nicht absprechen, so. Das sind einfach Probleme, die haben wir... Kann er bitte aktivieren? Loser. Der Gegner ist jetzt bisher, zumindest muss man sagen, bisher macht den Eindruck, er ist noch nicht so komplett auf den Kopf gefallen, weißt du? Ja, true. Der ist noch einigermaßen so in so einem Semi-Stadium. Er schaut schon auf jeden Fall. Es schaut bisher so aus, als ob es einigermaßen Hand und Fuß hat, aber das kann sich natürlich auch sehr, sehr schnell ändern. Er muss halt das ganze Game gut spielen. Alter, schade. Hätte der Baby noch die Spears gesplashed oder so? Genau so. Unbefriedigend. Das Spam. Ja, ich muss aber auch mal nicht gleich. Der Grabschuss ist einfach alles kacke. Kai, Hilfe!
Ja, in der Tat, also das würde mir jetzt auch stinken. Ja, ich komme null durch. Ich muss auf diese scheiße Gumpe teilen, wo ich keine Antwort gegen habe. Und meine Skellies spawnen nicht. Perfekt, Digga. Ja. Der Bug da. Aktivier doch mal, Junge! Dann kennt er die Karte nicht. Alter. Komm mal bei null durch. Oh, das ist Schaden gemacht. Ich glaube, das wird Tiebreak. Irrelevante Seite. Also der Prinz ist auch super dankbar in dem Matchup, oder? Ne, der ist gut. Ich hab vom Gefühl, der ist der Prinz echt heftig. Ja, der kriegt so viel Value. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da umgehen soll. Ja. Also ich glaube, mein Schwein pfeift langsam hier. Also die Situation ist jetzt echt nicht so gut für dich. Ja, Digga, werfe mal einen Lütling drauf. Da ist ein Spekulator dran, der hat sich herangestohlen. Ach, na, Moment. Nö. Abgelehnt, schade. Aua. Moment, wieder ein Feuerball. Okay. So, wie wär's, wenn du jetzt zum ersten Mal diesen scheiß Gaming Scale King aktivierst irgendwann? Ja, aber doch nicht jetzt! Ich glaube, es reicht. Ja, das ist trotzdem gut gewesen. Ja. I don't know what to Alter, do, Mord Royal, was da passiert? Junge, er hat zwei Hütten, Seppis und Flying Machine. Ja. Stimmt. Das war halt ein übelter Hardcounter. Ich krieg. Oh, Digga. Oh. Ja, ich weiß, was man bekommen kann. Okay, ich geh rein. Danke, Shockwave. Vielen Dank. Ich bin drin, ne? Ich muss rein. CC. Eieiei, Morten Royal mit der ersten Niederlage. Nerv nicht! Okay. Insgesamt sogar die dritte Niederlage. True. Hm. Weiter geht's. Ronaldo. Der Goat. Oh, geflamed werden. Mods, macht euch bereit. Tut mir leid, dass ich euch in so eine Position tue. Ich glaube, Travis wäre das ganz nice dagegen, oder? Na, guck mal. Ist das Flugmaschine? Wie heißt das Ding? Skillfass? Da liegt er. Der macht uns ja die smarten Kobold Gang Plays. Die Kobold Fass Placements, oder? Und auch nicht die smarten Spear Up. Ja, macht generell keine smarten Einheiten Placements. Wow. Deck hat XFXM auch gespielt. Welches Deck? Das von Ronaldo? Oder nee, von... das Spam-Deck wahrscheinlich. Hütten Spam. Ach so. Ja, oh, stimmt. Was ist das für ein Inferno-Turm? Wobei, der ist gar nicht so dumm. Ja, der ist extrem krass. Ich glaube, der hat kein Big. Boah, das ist wichtig, dass er überlebt und dass er sich noch auf, also wieder nur hochhebt. Ja, aber. Wir bräuchten ja Pinsis und wir bräuchten ja Holz. Oha, Digga! Ja, einmal gut. Okay. So early activation ist extrem wichtig. Ja, wir arbeiten daran. Alter! Hä, outplayed! Denke ich mir auch. Ja, der kann das Spiel spielen, ne? Ja. Ich so mit meinem halben Fachwissen hätte gedacht, der Inferno ist kacke, aber der Erfolg gibt ihm recht. Mit deinem halben Fachwissen? Übertreib doch nicht. LOL. Oh. Ich bin einmal durchgelassen. Na klar, ich spiel Ego-Lim, ja. LOL! Die haben Ego im Spieler, die werden immer alle gefrontet. Ne, doch die Scummy. Ja, hat so semi geklappt, ne? Alter. Aber egal, gewonnen. Er hat nix. Danke. Danke, Lostes, ja, hier werden nur Highskill-Decks gespielt. Alter, Hona, was geht ab? Mein Jutzer. Das war's. Ich glaube nicht, dass Rona hier noch comebacken wird, wenn ich ehrlich bin. Das Pfeile sind übelst gut in der Offensive, Digga, gegen Künstler so. Ja, das muss auch so sein. Man darf es ja nicht zu schwer haben als Ego-Spieler. Richtig. LOL, nicht zu schwer haben als Ego-Spieler. Ich hasse Ego-Spieler. Warum das denn, hä?
Sehe ich gar nicht. Das ist gemein, die BM nicht mehr. Ja. Ey, geil, GG, easy the scale for life. Was denn rein, Wasser? Auf geht's, wird auf. Ich glaub, Karl. Ah ja. Oh, dann darf Karl. Karl kriegt ja die größten Knechte als Gegner. Junge, ich glaube wirklich, mein größter Gegner ist gerade mein Internet. Wir gehen trotzdem rein. Sonst wechseln wir zu Telekom. Mein größter Gegner ist mein Internet. Ja, das wäre gut. Gute Einstellung. Wechseln gerne zu Telekom. Ja, mach das gerne. Ich kann mich auch darum nicht kümmern, Karl. Bist du so mein privater Ansprechpartner? Du bist nur ein privater Ansprechpartner, aber du musst mir halt ein bisschen was überweisen. Also können wir darüber reden, was da gerade passiert ist? Was ist für ein Game? Ja, ist aber normal. Auf jeden Fall Power Trade, der Gegner kriegt so viel Damage, wenn man ihn tun. Ja, der Gegner ist auch anders, könnte es einfach mega mit dem Offensiv gehen, nachdem du Labo und Ausschuss. Junge! Ja. Wieso wird denn jetzt hier der Gegner kritisiert? Das Game ist durch, schade. Ja. Müssen wir noch Megamine reingehen, nicht dass irgendwie sein Megamine mich noch hops nimmt gleich, ja? Das ist nicht komplett hops. Der hat ja fast gewonnen jetzt. Stark. Das ist das Game. Also der Gegner ist ja so eine unfassbare Fluppe. Yes, let's go. Machen wir jetzt eigentlich das Big Spin, also machen wir jetzt erst, wenn man raus ist oder wie, wir wieder machen. Jo, machen wir. Stell dich das, Morten. Bin ich in einer schlechten Lage, oder nicht? Stört dich das? Korrekt. Nervlich. Ah! Chillig! Ha? Ich hab keinen Small Spell. Du wirst mir nicht mehr angezeigt, doch. Aha, du bist ja nur 14. Also. Musst du auch gerade bis nach unten gehen. Was wollt ihr? Ah, nee, du ja. Wenn er jetzt Kobold fast macht, werde ich genudelt. Ja. Dein Erdbeben ist nicht so der smarte Pick. Was willst du, hä? Ja, im Nachhinein kann man es immer sagen. Das Gute ist, dass die Nähtrain hat in seinem Deck. Deswegen nade ist das jetzt alles. Und dann hoffentlich macht der Baby Bank Ehre. Dann zünden wir die Tour nicht mehr, weil ich verkacke. Goblin Barrel. Hat er überhaupt eins? Du musst halt immer den E-Giant spielen. Wenn ich drin spiele, werde ich genudelt von den Bats. Wir müssen hier warten. Hast du gesehen, hab für dich Werbung gemacht und dann klatscht er seinen eigenen Insta in den Chat. Hä? Pfeife it. Es heißt. Ich glaube, das ist Royal Giant. Ich glaube, das ist kein Kobold Boss. Ah. Ah, ja. Tatsache. Aber Ehre von ihm. Hey, komm, Max. Der erste ist im 46. Mund. Schreibt mal, ich bin Damager 1 am 7. Der Klassiker. Vielen, vielen Dank, Enka, für den Support. Nehmen wir mal eine Pfanne für FA. Ah, leider schwierig, da nehme ich erstmal gar keinen an. Aber danke dir für den 46. Monat. Vielen Dank für den Support. Jetzt wird wirklich schon noch schlechter. Bisschen einfach, bisschen Chip. Die Frage wenn ist halt, wenn er jetzt ein Voltage hat, reinkommt, Kollege. Ich krieg das nicht verteidigt. Spaß, Bomber ist komplett okay. Ich glaube mit Bomber plus King Turkey, welchen plus Grabstein. Wieso sagst du Bomber? Was? Ja. Wir haben Bomber gehört. Bomber ist rot-weiß. So, rein mit der Queen. Ja, 1 auf 7. Okay. Ja, aber irgendwie ist das schon wieder so ein Game, wo ich sagen muss, wenn der Gegner besser spielt, dann verliere ich das wieder. Das stimmt. Dann spielst du deinem Glück nicht besser. Was willst du, hä? Du spielst in jeder Competition nur Lava und du verlierst dann gegen Robert. Hä, ich hab das gesagt, nicht Karl. Oder hast du was gesagt, Karl? Zaubern. ich glaub, das Game haben wir gewonnen. Oder? Ach, der ist ja müde die ganze Zeit, perfekt. Mehr. Dann hattest du aber keine Zauber mehr irgendwie. Das Game wird close. Na, ich gewinne das. Hast du Nade? Erst kommt der Grabstein. Wenn er jetzt den Kobold-Pass wirft, alles gut. Okay, ja, also. Das ist alles irgendwie ein bisschen, ne? Oder? Nee. Doch, Big Spin ist. Ich bin? Weiter geht's, Leute. Immer weiter. Wir haben das Ziel vor den Augen. Wir müssen unsere Augen öffnen. Los geht's. Wird hier rein in die Masse gegangen, I guess. Ich komme zu Burger King. Beides Arschritze. Ja. Ehrliches Feedback.
Genau so. Hä, willst du was anderes sagen? Nein. Vielleicht mit anderen Worten würdest du es beschreiben. Ja. Ja. Ich würde es nicht so direkt sagen, aber du hast schon. Die Kernaussage ist korrekt. Glaubst du, ich werde irgendwann verklagt von McDonald's oder Burger King? Wieso das denn? Oder von der Deutschen Bahn? Von denen vielleicht, ja. Ich werde einfach, ich habe einmal Deutsche Bahnverbot. Einfach so zeigen, wenn ich dann ausweise. Ah, der Morden. Bitte wieder aussteigen. Kann die Deutsche Bahn Hausverbot erteilen? Ich weiß nicht, ist ja so ein staatliches. Das kann ich eigentlich nicht, das ist Privatunternehmen. Nein. Hä, hey, doch. Wie, dann werden aus dem Staat gekickt? Ja, die wurden aus dem Staat gekickt, ja. Aber die Anteile gehören dem Staat. Ja, gut, aber das ist ja kein direktes staatliches Unternehmen, ist ja. Also, nee, nicht gar. Ja, weiß nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gewonnen habe. Wie fühlt sich an, 500 Gehirnzeit pro Sekunde zu verlieren? Das Gute ist, ich gewinne jede 3 Minuten ein Game. Deswegen ist es ein ganz guter Trade. Das geht ehrlich fast. Das ist so geil, ich liebe es. Ich lieb's, Mann! Ja! Ich lieb mein Leben! Manchmal muss man sein Leben auch lieben, weißt du? Das ist geil. 17-0 ist clean. Ja, ich weiß. Ja, das ist eine Aussage, die gefällt mir. Das ist fresh und clean, ist das. Nichts anderes. Okay. 4. Wir sind in Hartz 4. LOL! Das kenne ich! Du meinst, weil du keine Arbeit hast? Ich arbeite ja nicht. Oh. Wie wieder rein? Das ist verloren. Ich dachte, ich kann einfach reingehen. Hä? Wieso denkst du so dumm? Ich dachte, er spielt Lamaloon nur mit Bats noch so. Das ist ja das Ding. Selbst obwohl du Lamaloon spielst, solltest du trotzdem manchmal dein Gehirn einschalten. ich hoffe, du nimmst die Kritik an. Das ist eine konstruktive Kritik. Warum spielst du Egolem? Wieso mit 3 Fragezeichen? Ich bin aus der Challenge geflogen, weil ich 3-mal hintereinander Egolem gefaced habe. LOL! Mit deiner Bixel anzeigen dafür. Ah, das haben wir gewonnen. Das war. Sieht nach aus, ja. Ja, das ist aber nur ein Hit. So, ist nicht so. Oder ist das schlimm? Nächstes Mal Pudding-König, ja. Wo ist Flobby? Der spielt Poker. Ich könnte auch sagen, der verliert in Poker. Hunderte Euro. Ja. Die gehen auf den Großverdiener-Einsatz. extra Raum. Wie luck-based ist Poker? Ich glaub, Poker ist schon luck-based, aber du kannst halt, wenn du... Man kann ja mit Skill was machen, so. Und kannst auf jeden Fall psychische Ebene machen. Ja, okay. Also verliert Flobby. Also so, wenn du ganz oft ganz viel spielst, dann kannst du schon die Odds in deine Richtung lenken. Aber du kannst auch, ja, auf die Fresse fliegen als bester Spieler, wenn du richtig viel Pech hast. Kann man nicht so mega OP Karten zählen? Das ist ja Blackjack. Achso. Nee, ich hab Poker nur damals mit den Leuten auf Klassenfahrt gespielt und für 50 Cent. Hast du bloß gemacht? Nee, Mann. Da konnte ich dann irgendwie in einer Woche nichts essen oder so. Imagine, du bekommst also Geld mit auf die Klassenfahrt, so 50 Euro Taschengeld. Und verpokert. Ist einfach irgendwas los. Hä? Da wird halt so lange gespielt, bis ich gewinne. Aber dann gewinne ich halt nicht. Schöne Sache. Ja, das war aber nicht so eine ganz runde Sache, lieber Karl. Ich geh ins Game. Ja, stimmt schon. Ich glaube, das war Virus altes Main Deck. Ja, ganz, ganz alt. Alpha Glow. Go. Ich muss immer so weit scrollen, ne? Wie Drill. Hä? Hm. Ah!
chillig! Das würde ich einfach mal so als Feedback hinnehmen. Hast du dich nicht verloren? Feedback, wo war letzte Karte? Junge! Ungeil. Ja, ist gut, ich krieg das verteidigt. Ich glaube, ich krieg das Comeback. Hallo! Ja, doch, kriegst du hin, alles gut, ja. Der Turm ist down. Das ist auf jeden Fall der Turm, ja. Firecracker, hart nervig. Problem. Ich kann jetzt nicht reingehen. Der Firecracker. Oh, bitte, 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 bitte. Sehr gut. Perfekt, ja. Ja, das ist gut. So hätte ich auch reagiert. James 15 ist in 55 Monat. Moin, moin, James. Ist mega schlecht von ihm, weil... Kuss drauf, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Wird die cute. Bitte zünd ihn einfach nicht. Ey, egal. Das ist doch nice, dass er gezündet hat. Ja, ich dachte am Anfang... Ja, wow. Das Damage ist das, aber der Gegner ist genug. Scheiße. Der schlaufte. Ja. Oh, wow! Aber ich treffe nicht. Nichi Rip, Kollege. Um abwürgen. Such Kini 1-2-3 ist im dritten Schritt. Hab dank dir wieder mit CR angefangen. Bist der beste Streamer, meiner Meinung nach, und für Gunnar Change. Kurz aber er gibt nicht auf. Such Kini, danke dir für den dritten. Was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Ja, er gibt auf jeden Fall Bock noch. Ich hab aber keinen Bock auf ihn. Das kann ich verstehen. Digga, warum krieg ich eigentlich heute diese ganzen räudigen Knechte ab? Junge, der. Was denkt von dir, ist wirklich ein Baba. Warte mal ganz kurz. Ja, ich glaube, das sollte passen. So, weil nee, weil der Bomber wird retargeten. Der Bomber wird retargeten. Ja, alles fein. Alles fein, ja. Hilfe! Ja. Du gewinnst. Wie ich gewinne. Warte mal ganz kurz. Was? Was? Aber es ist alles fein. Merkt ihr die Worte von Karl Legend? Es ist alles fein. Ne, ich hab ihn. Morten, es ist alles fein. Es ist alles fein, Morten! Spaß Game! Oh, hä? Wieso? Der E-Giant macht einfach so 2k Damage. Wieso macht er da nicht noch so 2 mehr Damage? Ja, weil ich verloren hab. Hä? Nerv mich nicht. Scheiße, Mann. Was? Ey, geh ich jetzt rein oder was? Oder Karl? Wer ist dran? Ich, ne? Nee, nee, schon du. Schon du, schon du. Okay. Was? Ja. Lach nicht, Akame. Voll der Loser. Jungfrau. Okay. Ja, ja, ja. Wir gucken uns die Games an, das ist crazy. Digga, ich war gestern Platz 1! Was passiert? Ich hab gestern gespielt wie der Goat! Ich hab einen Subgift bekommen von Hühnerheld, ey, danke dir! Aber jetzt spiele ich gerade wie Flobby auf gepokerte Drogen oder so. Flobby auf. Oh. Was ist das denn für eine Was? Er trifft nicht, oh mein Gott! Once. Swans! Swans Scheiße am Arsch, Hilfe! Was? Er hat seine Raketen nicht getroffen. Er kriegt es einfach nicht hin, mit der Rocket alles zu treffen, müssen wir kurz einfach mal anmerken. Ja. Als Feedback so bei 17 Uhr. Das war sehr schwanzig. Mhm. Crazy. Hä? Wenn ich verliere, bin ich raus. Stimmt. Ey, Hühnerheld, danke für das Subgift. Wie geht's mit dem Topo? Alles gut, Hühnerheld. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich danke dir. Ich bin Morten Stark heute. Hardcore bisher sehr, sehr gut. Eigentlich hatte ich heute einen 10 von 10 Tag, aber jetzt ist der Tag schon wieder scheiße. Ich habe heute Nachmittag so ein Meme gesehen. Ja. So ein Meme gesehen, da stand irgendwie drauf. Da stand irgendwie so drauf, wenn dein Tag perfekt ist und darunter war irgendwie SpongeBob, der mega komisch geguckt hat. Weil irgendwie, das kann ja nicht sein und das denke ich mir gerade. Ah, okay. Hm. Ja, Alex, das stimmt. Ganz deine Finger, ich habe echt lange Finger. Wir müssen den Sieg nur noch verwalten. Und da ich allgemeine Verwaltung studiert habe, fällt mir das sehr leicht. Mhm. Was? Ja, das ist. Das gehört dazu. Crazy. Ich wusste bis zu diesem Spiel auch nicht mal, dass der E-Drache so eine Golden Light Chain resetten kann. Was ist das? Hat er links irgendwie gemacht. Rechts macht er das nicht, aber links hat er das gemacht. Also, okay. Vor so einer Minute. Oh, das ist die Feier der Ach nee, hab ich nicht, ne? Nee.
wir brauchen keine Pfeile. Alles was für Anfänger. LOL. Ja, das Gute ist ja tatsächlich, ach so, die ist einfach tot. Okay. Alles entspannt. Ja, super. Alter, gutes Spiel. Alter, geiler Sieg, verdient gewonnen. Richtig und richtig. Karl geht rein. Oh. Hä? Ganz Körpermuskelkater. Ich bin gleich einfach raus. Wie gehst du mit dem Druck um? Kein Beschein. I guess. Willst, I hope. Willst du immer noch um 10 wetten? Natürlich, ja. Okay. Also wenn ich jetzt was anderes sagen würde... Das wäre doch auch relativ schwierig. So viele Optionen gibt es mir jetzt nicht, ne? Entweder ich hier einen Shitstorm bekommen oder... Das. Hm. Oder haben wir. Silvester. Ich bin pleite. Wir müssen reden. Spendenlink in die Videobeschreibung. Der hilft mich. Sieht gut aus von ihm. Oh, hä? Herr Karl? Ich bin nicht gut aus, wenn du noch. Der kann auch mal dashen, ne? Weißt du? Ja, kann ich machen. Kannst auch du kannst nichts machen. Das kenne ich von Flobby und das kenne ich von Bigspin. Aber nicht von dir, Karl, der Legend. Was? Wir kamen weg alles. Ich kann nichts machen, hab ich nie gesagt im Leben. Ah. Weiß nicht, was du meinst. Was macht der mit Karl? Ihn foppen bis hierhin. Na, Alter, Hops genimmt. Hä? Ja, aber der Hops ist gerade. Ja, wie alles gut. Guck mal, der Turmmann. Guck das mal, der andere Turmmann. Der Real Talk, das war nicht das Mal. Nein, der King Tower, den können wir ignorieren. Okay. Ja, okay. Das merke ich mir aber, da bin ich auch transparent. Okay. Zum Glück spielt er ohne Pfeile, das hätten wir ein Problem. Ja, vor allem, wo ich glaube, ich habe gegen das Deck mit Pfeilen gespielt. Das war richtig geil. Pfeile und E-Spirit, komplett geil. Ja, das ist echt geil. Das schmeckt. Ich hast finde, du verloren? Okay, Karl. Ja, ja. Pop am geilsten. Ich bin ein Pop-Fan. Gute Musik. Okay, Problem. Charge ihn doch, okay, du Sau. Charge ihn doch, du Sau. Hey, bist du dumm? Gott. Jetzt Charge. Ja, guter Charge, meine Güte. Ja, what? Geil. Wir haben mal King genommen. Schmeckt. Ich kann jetzt einfach steppen mit King Tower, oder? Ja, du bist einfach... Bro, ja? Bist du dumm? Nee. Oh, ah, er ist so dumm und gewinnt trotzdem, ist es so nervig. Oh mein Gott, Digga. Was? Das war nicht gut gemacht von uns. Das, also das war Kritik absolut scheiße, wer zu gefühlt vergeben müssen. Die Kritik nehme ich mir auch wirklich zu Herzen. Ja, das ist wichtig. Kritik soll bin ich jetzt dran? Ja. Jo. Ich muss das Deck wechseln. Da wird auch einfach wirklich nach unten gescrollt. Das wird kein Weg für dann vorbei. Der wird kurz auf den Chat eingegangen. Chat sagt, Deck wechselt, wechselt das Deck. Gibt eine Bande und wir wechseln trotzdem das Deck. Natürlich. Ja, wichtig. Okay, das Deck ist gut, rein da. Viel Glück. Junge Morten, dich hat jemand überholt, du bist nicht mehr Platz 1. Oh, ich bin nicht mehr Platz 1, was? Das haben noch nicht eine Million Leute im Chat geschrieben. Ach so, oh. Das ist sauer. Wir wollten nur Feedback da lassen. King freut mich, sehr geil. Wurde das King Activation? Ich glaube, die ist Key gegen Evelyn. Wie die Schlüssel. Warum lachst du, hä? Der Vorwurf ist alt. Mein Deck ist alt. Wechsel mal. Okay. Nur weil was alt ist, muss es nicht schlecht sein. Blumenkopf. Stimmt. Alt, aber fein. Alter, das war clean. Jürgen Klinsmann. Ja. Oh yeah! Oh yeah! Oha! Das ist. Oha. Das ist. In der E-Spirit hat er gerade rausgekühlt und du gehst mit meiner Bats rein. Wo in meiner Bats? In meiner Spearbox reingekommen, du Dodi. Oder? Nee, den. Bist du nicht. Kurzer Videobeweis. Ich dachte, da kam schon links in meiner Bats rein. Also. Kann ich mich nicht mehr dran ändern, Bruder. Aussage steht gegen Aussage, ist einfach, ist okay. Das Konter worden. Ich weiß, den gewinne ich ja. Aber ich auch play ihn auch.
Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Ja, so früh. Also ich werde noch mindestens, also 5, 6 Siege werde ich jetzt noch schaffen. Ja, okay. Darauf könnt ihr irgendwie. Darauf könnt ihr. Darauf kannst du einlassen. Ja. Gibt so einen Spruch für. Wenn mir nicht einfällt. Darauf könnt ihr wetten. Ja. Na, das ist schon ein sehr, sehr komplizierter Spruch. Oh, ist mir nicht eingefallen. Meine Beine tun so weh, mein ganzer Körper tut so weh, aua. Hat Karl Twitch? Ja, leider. Leider. Spielt er jeden Tag Lavaloon. Ja, und was soll ich die Community? Ja, ja, ja. Wieso? Findest du es cringe? Das triggert mich immer mal. Echt? Ja, ja, ja. Warum lacht Karl Legend? Weiß nicht. Du sprichst es immer komplett falsch aus. Du sagst auch Schuh. Schuh. Ja, das sagt er doch in seinem Video, in dem einen Clip. Das ist aber Schuh. Er sagt nicht Schuh. Doch. Doch. In ja, Karl wird hier einfach mal überstimmt. Karl hat aber keine Ahnung. Ist das ja wirklich Schuh? Schuh! Ja, genau so. Genau so. Also ich weiß nicht. Wo du jetzt hier lebst, Alter. Das ist wirklich so, Karl, ey, ehrlich. Echt ich glaube nicht, dass er Schuh sagt. Doch, er sagt zuerst Mashallah und dann lacht er. Schuh! Er Schuh! Nein! Schuh! Ballergarantie auf Schuh. Ja, wirklich. Okay, wir geht rein. Wer ist denn der Nächste? Ich glaube du. Echt? Okay. Schuh! Schuh! Krokodil No Skill, da bin ich ja genau richtig. Das ist die richtige Adresse. Das ist die richtige Adresse, ja. Das gefällt mir. Wieso ist dein Kleiner aber komplett widersprüchlich? Ja, das ist interessant. Ich würde auf jeden Fall Stimmungsschwankungen, so er weiß nicht ganz genau, wohin will. Bipolar durchgespielt. Was ist denn das für eine Kacke jetzt? Es gibt mir diese Vibes, wo irgendwelche Clash Royale Pro-Player immer so tweeten, so Pumpe.sad, Pumpe.happy, so jeden zweiten Tag. Oder es wird retired. Oder es wird einfach retired. Nächste Woche wieder weg. Es wird retired und dann nächste Woche Searching Sponsor for Special Offer. Und danach kommt, this time I really retire. Eine Woche, einen Tag, nachdem sie die Gems gesponsert bekommen haben, retiren sie wieder. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Aber ich liebe es. Jetzt erstmal wieder 3 Jahre keine Angebote. Danke. Deppies. Aber ich glaube, es müssen ab und zu einfach so Trash-Angebote kommen, damit man so die richtig guten Angebote einfach zu schätzen weiß. Ah, ja. Ja, manchmal ist auch so ein Arschbohrer einfach 5 Euro wert. Das ist halt crazy. Würdest du sagen, so gerechtfertigt so? Würdest du jetzt in den Laden gehen und sagen, so um jetzt eine Tour zu öffnen, würdest du 5 Euro ausgeben? Ey, nicht. So 2 Barbaren und eine Musketierin? Danke dir, danke dir. Danke dir. Zu Rewe würde ich sowieso immer gehen. Es heißt. Ja, Monster Neil, ich hab mir gestern mal. Ich habe mir gestern den Job rausgesucht, mal dumme Kommentare in meinen Instagram-Story zu posten. Das ist so geil. Ich liebe es einfach. Ich bin so in love. Glaubst du, du gewinnst das Spiel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir noch unsicher. Und damit warst du in love. Du wieder? Alles gut. Mit dummen Kommentaren ist er in love. Nee, er hat seinen Freeze, ne? Ja. Das war noch eine gute Valkyrie, er musste jetzt gefühlt. Ja. Macht er aber nicht, schade. Sein Problem. Oh, er kann, also. Elixier. Jo, du hast gewonnen. Ja, wie wird das jetzt? Wenn du wieder mal zünden kannst, dann hast du gewonnen. Ja, ja hast du gewonnen. Alles gut, ey. Wie, ey? Ey, alles gut. Ey, alles gut, ich will keinen Stress. Alles gut. Flasche umgeworfen. Verdammt. Wir gehen rein. Ey, geile Runde. Fett. Das freut mich. Ich bin einfach. 18 oder 19, 18, 19. Komplett am Rasieren, Karl. Let's go. Geil. Ja, Karl, The Legend, geh rein.
Keine Freunde, du bist raus. Und schreib dazu, ja, das gleiche, Tag 10. Wieso? Vielen Dank, keine Freunde, so wie viele Tage muss ich warten? Mich. Aber danke für den Support. Okay. Und Tokyo Claudic ist im vierten Schrank Clever Pixpin. Kuss geht raus, Tokyo Claudic, genauso. Vielen Dank für den vierten und für den Support mit Pixpin. Ehrenwert. Ich bin USA, yo. Greetings back from Germany. The Axel 564. Lava ich diese Zahlen, die sind immer so unglücklich. Wieso? Ich weiß halt, dass wieso man sich nicht einfach so einen clean Namen gibt. Die. Naja. Karl the Daddy. Guter Name. Hä, hey, du bist ein Konter. Dich, dich noch nicht? Ja. Das ist ja richtig, da hast du dich. Du bist trotzdem. Das ist trotzdem GG. Cool. Ja. Das war eine gute Valkyrie. Ey, du hast irgendwie 20 Dragons auf dem Feld. Wo kommt das her? Und 100 Elixier mehr. Oh, der Turm ist da. Ja. Ja. Puh. Der Turm ist down. Lol, Kevlar Boy. Sieh dich aus. Oh, rein zu Ingo. Ich glaube, es kommt ein Ewis. Wir müssen nicht da reinspielen. Ein Ewis. Ja. Es wird Zeit für defensive Kraftschaden. Oh nee, immer wieder dieses Eintürteln. Wie so ein Hüttenspieler. Also, ist echt so kalt. Fürs Lava Lunen. Nee. Wir können auch den Rakan machen. Ich ja, mach den Rakan. Was macht denn der Rakan? Wie der Windrader der oder was? Nein. Ist er gebannt? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich hab von dem. Oh, hoffentlich ist er gebannt, das wäre cool. Wow. Das dachte ich bei Octopus auch. Ich hab eine Party gemacht, einen Tag später war er verzeihen. Das ist mein Geld mehr. Einfach nur geil. Aber wo der kommt und herkommt, das weiß man auch nicht so, ne? Das ist dann einfach, das bleibt dann so ein Geheimnis. Ja. Gebannt, einen Tag später, Platz 1 der Welt, Post auf Twitter. Hm. Dann ist der Multimilliardär. Sein Scaly Hawk. Sein Scaly Hawk verdient man wohl gut. Auf Kamikaze angelegt. Ah, oh, Junge. Wow. Ich hab wieder angeblickt, werde so. Da kommt einfach ein Bild von dem Motor ran. Er hat sogar irgendwie allen Leuten entfolgt, weil er, glaube ich, das Gefühl hatte, dass keiner so den Wert hat, den er hat. So. Ja, warum sollte er mir folgen, wenn er nicht so cool ist wie er? Ja, verliere das Spiel, oder? Ja, stimmt. Stimmt, das fällt. Hat. Guter Freeze, der kam zu früh. Ich geh ins Game. Jo, jo, jo. Immer noch mit dem Rücken zur Wand. Warum lachst du? Stimmt. Nein. Wer hast du das mit dem schwierigen A? Ich weiß gar nicht, woher ich das mit dem schwierigen A hab. Gute Frage. Hab ich irgendwo aufgeschnappt. So. Was sagt der Gegner? Lol, einfach Drew. Einfach du. Auf den hat sein Kollege Seth einfach seine. Sein Deck gewürfelt. Ehre, Mann. Ich vermisse Seth. Biggest Update ever. Ja, nochmal auf jetzt. Wieso? Hat der Touchdown nicht gefallen? Der wird aber keine Luft bekommen. So, Touchdown, da bleibt halt auch so die Luft weg. Neuer YouTube-Titel. Ich kann nicht mehr atmen, ich sterbe. Gib mir Z-Max-Vibes. Hm. Ja, ich habe ein mega gutes Matchup so, aber er spielt bisher ganz gut. Er spielt defensiv. That's how he has to play the matchup, right? Achtung, er drückt vorbei, Kollege. Ja, vorbei. Wow. Hä? Hörst du mir nicht zu? Ja, nervlich! Danach kann ich es auch sagen, nachdem er Connector im Turm. Hä? Yeah! Was ist der? Oh, mein Bein. Aua, Alter. Ich hab so Schmerzen. Schuh!
So ist Karl, warum lachst du? Du weißt es noch. Ich denke auch. Hä, hey, wenn ich verliere, verliere ich. Dann bin ich raus. Stimmt. Verlieren ist keine Option. Dann bist du der Subgifter. Also. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich wollte ja eigentlich mitmachen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Aua. Oh Gott. Das wird nochmal close, das Game, Kollege. Wie nochmal close? Ich hoffe, es wird überhaupt close. Stimmt, das bin ich auch gefallen. Junge, oh Tucson ist in so einer Situation echt räudig, ja, Brudi. Ja, wirklich. Wollte eigentlich sagen, ganz nice. Hä? Also aus seiner Sicht. Ja, du bist ein gemein, Jan, glaube ich. Muss opposite denken. Alter, der Bowler, der ist. Der ist echt geil. Ich mach jetzt abspielen, Bridge, er bringt eh Giant. Oh. Er macht aber einen ganz künstlichen. Ist aufgefallen? Was macht gegen er da? Gegen nein! Das war gut von ihm. Bringt es nichts zu ulten. Boah. Smart. Karl de Smarty. Danke. Ja, Bro, relax mal ein bisschen. Ha, lass du wieder. Weiß nicht. Lass immer, wenn es schlecht für mich aussieht. Hör auf damit. Wenn er jetzt hier zündet, habe ich Problem. Nee. Dann ist das Game over. Oh, oh mein Gott. Das war so knapp. Das war so close. Ein Hit und dann wäre es das gewesen. Hey, wenn ich Glück habe, dann geht er ran, oder? Geht sie ran? Geht sie ran? Geht sie ran? Oh mein Gott. Ich bin so back im Game. Aber, ja, okay, aber trotzdem ein bisschen unlucky, dass der Bode dann doch auf die Kühe geht. Na, oder hier. Man kann schon noch mehr verlangen. Hä? Achso, für mich oder unlucky oder was? Ja, für dich unlucky. Ja, unlucky. Ich denke immer für dich. Achso, gut, oder ich denke. Jetzt muss er Nado. Was? Ja. Was ein Comeback, glaube ich. Ich geh rein, ne? Nicht battlen müssen, weiter, easy, weiter. Zählen jetzt selber. Aus den wahren Zwiebeln, okay. Aua. Oh. Ich verstehe nicht, wieso man sich CR in CR nennt. Das ist ein Argument. Aber das könnte mit Feuer bei Pfeile diesmal sein. Oder es ist einfach Mortal Stack. Oh mein Gott, saved. Nee, hey, Bixen, ich soll dich von Kalifornien fragen, nein. Ob du blablabla machen kannst, so wie es heißt. Nachmachen, meint er. Ah ja, nachmachen. Jo, Hamster, Bruder, was geht? Alles fit? Er spielt mein Platz 1 der Weltdeck. Er countert dich. Meins Deck, das komplett eskaliert ist. Nein, das Deck, was nur 100% Winrate hat. Warum lachst du? Weiß ich nicht, 100% Winrate muss ab und zu mal sein. Ja, nur weil du immer in deinen Titel schreibst 10% Win-Win. Ja, ja, ja. Ja, der geht nach Fat Matchup, so schwierig. Jo, ja, weil er diesmal mit Feuerball spielt. No skill needed. Oh. Wie gut. Ich dachte, deine Bühne ist kaputt. Nee, die lebt. Ah, Nado, chill. Was ist das denn? Aua. Er lebt noch, ne? Ist schon? Ja, ja. Wie, du lebst doch, das hast du gewonnen oder nicht? Weiß ich nicht. Hier ist noch Leben, ist irgendwie eine komische Identifikation. Interpretation, du Keck. Ja, auch gut. Ja. Wieso spielt er mit Nado? Ist das smart? Nein. Ist er ein smart? Smarty? Mal ist er mit Delivery. Der komplett okay. Ja, das war ein Problem für dich. Kein Smarty. Viele, viele bunte Smarties. Ja. Ja. Hm.
Wie der Arme. Das ist nicht die allerhellste Kerze auf der Torte, ne? Ja. 20-0 mit E-Golem. 20-0 mit Schmutz-Golem, da sehe ich mich. Echt 100% Win-Rate. Ja, tatsächlich. Ja. Aber auch eine sehr viel breitere Streuung. Geil, GG. Bin ich krank jetzt? Sauber, ja, ich auch. Ich habe auch noch 100% Win-Rate. Ja. Die Niederlagen kommen nicht ins Video, Leute. Nicht verraten, bitte. Wir gehen rein. Wir wollen auch 20. Ja, ne, wir können nur 20-1 gehen. Das wäre dann eine 90 plus Win-Rate. Ja. Das heißt, welches noch bitte genau aus? Wo ist der erste? Alter, Esso, danke dir für den 29 Monat. Kuss geht raus. Vielen Dank. Ihr wisst ja, Twitch Prime ist kostenfrei. Es hat dir generell, wenn es euch gefällt, würde mich sehr freuen. Genau, ist sehr, sehr geil. Ja, macht das sehr, sehr gerne, wenn es euch gefällt. Hm. Oh. Der gute alte Mega-Shitter. Hallo, Killer Boy, was geht? Der Mega-Shitter. Wir setzen gleich nochmal. Ne, wir setzen gleich nicht. Okay. Das Match ist aber gut für dich. Ja, weil er mit Lightning spielt. Aber ansonsten auch. Also, ja. 100-0. Aufstehen reicht nicht. Musst du aufhören zu verlieren? War auch wieder nicht so gut gespielt. Tätiger sind Fehler. Das haben wir falsch gemacht. Für den 11. Kurs, schreib mir schön. Ja, das Game, ja, bin ich. Ey, unlucky für den Gegner! Das ist ja richtig Pech. Och, Junge. Es heißt. Und Exis 1988 zum 8. Vielen Dank, Exis, auch für deinen 8. Kurs. Dankeschön. Boah, da kam er. Wir werden jetzt den Leuten von meinen Pullen gepusht. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Ich glaube auch. Achso. Na, wir wollen jetzt gleich spielen. Nee, sieht gut aus. Das sieht gut aus. War eigentlich. Egal. Erzähl. Nee, das will ich jetzt gerne wissen. Warum hat niemand ein Lagerkonto dabei? Es hat geklappt. Ja, stimmt. Junge, vermisst ihr diese Vakuum-Snipes? Nein, du? Oh, ich vermisse es komplett, Kappa. Oh, probier. Bruder, willst du den Archer mal töten oder hast du ja keinen Bock drauf? Ja. Er ist halt kein Mörder. Also irgendwie. Reichvoll, sehr. Ja, oder? Ah, ein bisschen lucky. Na komm, Junge. Schmutz. Okay, oder? Okay, ich muss ins Game, oder? Ja, ich glaub schon. Ja. Oh, ja, das ist immer. Angetammert. Ist es jetzt das Hühle Sudden Death für Mord? Oh ja. Volt Ace JK. Der Druck wird aufgebaut von Call the Legend. Moin, Karl. Moin. Ey! Ist aber nicht bitte irgendwie Lava Lightning oder so. Hallo! Oh ja, Gott, Ehre. Digga. Ja, wie geht das? Der Fokus auch. Das ist random, Digga. Mann, was ist los? Warum lasst du wieder? Das ist jetzt einfach die Clash Royale AMG. Was ist das jetzt? Freeze. Ah! Freeze, ja. Wäre ja schon cool. Problem ist hier nicht der Damage, sondern ist meine Queen vielleicht getaggt, aber ist okay. Okay. Für Morten Royal, heute ist Ausverkauf. Zweite Höhe davor. Hat mir schon Tür, um die Zeit zu spielen. Ja, das ist gut, meine Valkyrie. Ich meine Valkyrie zünde und deswegen meine Queen zünde. Die Valkyrie zünden, lass ja, heute mal ein bisschen Alternative Plays.
Matchup ist ganz gut. Soll ich gewinnen. Good luck. Danke, Bruder. Hey, du bist jetzt echt, falls du nicht wusstest, du bist mit dem Rücken zur Wand. Ja, meine Wand ist aber dick. Ja, okay, Freeze kann er machen. Alles smart. Nee. Von wem? Von mir? Nee, lol. Freddy, los! Digga. Wo bin ich denn? Das ist so dumm, Digga. Wir hätten es komplett gut verteidigt. Nicht gut in diese. Ist ja so bitter. Okay. Na, das poisonen wir. Heute einfach mal der safeste Save-Häschen. Ich wollte nicht, dass das Häschen irgendwie Schaden erleidet. Diese Random Inferno, die ist immer. Er hat doch einen Plan. Ja. Alte Green Brücke, meiner rein. Durchaus. Perfekt. Ist aber okay. Er benutzt irgendwie seinen Tornado nicht. Ja. Interessanter Graveyard hier. Hä? Muss er noch ein Mortar kommen oder so? Ja, chill. Okay. Schlechter Nade von ihm. Das ist ganz, ganz big, weil er ist dran vor ein Hit. Warum lass du? Okay. Ja, der Mortar ist ein bisschen, ne? Dieses spielt nicht was auf Safe Poison auf. Okay. Weil ich den Poison noch brauche. Okay. Sonst wird er mich irgendwann überrennen. Bist du die unsichtbar? Nein, es buggt. Hast du es versucht? Ja, ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich gedrückt. Lost, also das noch nicht zu probieren wäre ja wirklich noch. Vielen Dank für den Support. Poisonen. Aber ist okay. Ja. Ich habe Angst, wir müssen jetzt noch eine Walnuss-High spielen, weil sonst kommt der Bowler an den Turm. Green Brücke. Ich halt ganz gut mit bisher. Ja. Ich wollte gerade sagen, Triple will eklig. Huh. Aber zum Glück gibt es ja kein Triple. Schön. Ey, bitte Zünde, bitte, bitte, bitte. Das ist so. Du wirst eigentlich jedes Mal sauber. Oh. Was ist das denn? Das war ein Graveyard, den spiele ich nicht so. Digga. War das ein Boulder Connection? Nein, ich setze einen Mortar ein, weil der geht noch in die Offensive, er muss was setzen und war's das. GG's well played. This is it. Und was sagen wir dazu? Outplayed. Ey, Chat, wie viel macht Poison überhaupt? Ich geh rein. Es hätte aber gereicht. Poison hätte gereicht, denke ich mal. Power 12 oder so, naja, oder so. 224. Nee, mehr. 224. Danke, Chat. Jetzt geht's. Alter, 20-0, weiter so. Fortnite ist down. Ach, das wusste ich noch gar nicht, danke. Geht oder? Nö, nee, dann mal meinen Friedhof. Ah, der Poison, der war semi. Er hat ihn versucht zu zünden. Hast du das gesehen in seinen Augen oder was? Nein, man hat doch Partikel gesehen. Partikel? Oder nicht? Das ist aber ganz wild. Einfach die Partikel. Auf einer sehr, sehr krassen Ebene. Da kann ich einfach nicht mithalten. Tut mir leid. Oha. Ja, das war's. Och man, Gegner ist kacke. Junge! Was? Hä? Oh. Wobei, es geht sogar noch. Er kann jetzt. Ah, schauen. Ja, es geht sogar noch, stimmt. Aber Kyber Defensiv? Ja, gut. Ja, Kyber Defensiv, ja, kommt jetzt. Oh, ja, deine Gegner! Kurze Meinungssache im Chat. Ich bin bisher der einzige Gegner, der gute Gegner hatte, oder Chat? Was sagt ihr? Der einzige Gegner, der gute Gegner hatte. Der einzige Mensch hier. Achso, er will das gleiche machen, auf Wish bestellt. Weil wir Maschinen sind. Safe, danke Leute. Ja. Perfekt. Wirklich so, Dixmans Gegner sind wirklich nicht gut. Karls Gegner können aber Luni verteidigen. Immer die gleiche Scheiße mit Karl. Ich wird einfach nur Verschwörung gewittert. Ist das so, hä? Was sind die Teams? Bruder. Gute Frage, zu dritt. Zwei gegen eins. Lol. Buffalo Graveyard reinzugehen. King smart. Das ist auch richtig smart. Kriegt sogar ein bisschen Schaden, guck mal.
Ey, ohne Slots. Grüße dich, moin. Peace. Achso, ja, na klar. Ich glaube, der wurde von diesem Play so traumatisiert, dass er einfach jetzt versucht, das Gleiche nochmal zu machen, aber es klappt der ja nicht. Der Arme, bitte. Der Arme, ja, ich habe auch immer so mittlerweile Gegner, ne, heftig. Oh, er ist so trash, oh, er verdient sowas zu verlieren. Nein, er ist arm, hör auf zu sagen, er ist trash, er ist einfach arm. Einfach Pech beim Boden. Wie arm, ich bin jetzt diskriminiert, weil er kein Geld hat. Krass. Egal, 21-0. 21-0, funny. Let's go, GG. Ja, Karl ist dran. Karl muss nachziehen. Karl ist so nervig, Mann. Ich mag den gar nicht. Wir gehen rein. Ich auch nicht, Mann. Scheiße. Hab dein Deck gespielt, wegen Hockey Q 5 Losers bekommen. Mhm. Nee, ich glaube jetzt nicht, dass das so funktioniert, Bruder. Es gibt immer einen Fahrer und es gibt einen Motor. Wer spielt denn Hockey Q, Digga? Vielleicht spielst du 5 Mal dagegen Hockey Q. Das ist ein Wuffi. Wuff, wuff. Oh. Morten Hunde in den Chat. Oh nein, der Dude darf nicht hinterher. Oh, Alarmdarm. Alarmdarm, Feuerball. Ich glaube, er kann jetzt gegen meine Drachen dahinter machen. Jo. Doch, Poison. Hat er gerade ausgespielt. Er ja, kann zurückcyclen. Da will ich sehen. Poison jetzt. Jetzt Poison. Hä? Du countest ihn eigentlich mega hart, aber er kann nichts machen. Das ist gerade so ein bisschen, hat mir gerade Flurry-Vibes gegeben. Ja, aber jetzt, das Ding ist, du countest eigentlich mega hart, was sagst du dazu? Karl, aber ich glaube, Doppel macht es besser als für ihn als Single. Ja, Doppel ist da besser. Kann er mehr Nice Single, Cycle. Richtig, aber trotzdem nicht so nice. Overall, I guess. Jo, ich hab's gewinnen genau. Echt? Bisher spielst du aber nicht gut. So, Wuffi, hau'n Poison da, ja. Nicht wichtig. Bisher spielt er nämlich gut. Er kriegt die Value! Ja, was ist los? Ich weiß nicht, ich hab das Spiel hat sich gegen mich verschworen gehört. Echt? Mhm. Hab ich auch irgendwas gefühlt, so nervig. Ja. Ich würde an seiner Stelle so ein Eismager vielleicht mal einen Teil höher spielen. Ja, das wäre echt eine geile Idee. Aber jetzt erstmal King Activation. Wie bemüht? Ja, aber. Sein Drache steht doch. Was? So. Ja, der ist echt tot, Mann. Hey Karl, Digga, was spielst du da? Kein Wunder, ja. Ach, du keine Ahnung, okay. Sein Drache ist tot, er hat nichts gegen die Dragons, hä? Der Andersdenken, den dritten Dank, der Andersdenken. Das war für dich hier laufen lassen. Sepp, oh, overcommitted. Sehr gut von ihm. Wieso das hier? Overcommitted. Ja, den nächsten. Oh, Junge, wie lucky. Ja, ist echt so lucky. Jetzt haben wir Luck. Jetzt auch die einzige, wie du gewinnen kannst, nur mit Glück. Aber der Ballon war nicht so gut. Wieso? Ja, weil Digga, du läufst jetzt in seinen Push rein. Mhm. Kann er mal. Ja, an der Stelle würde ich irgendwann mal zum richtigen Timing so all in gehen. Einfach mal bei Crew und Rayfeld, was denn? Ach Digga, nicht das, das ist Schmutz. Poison. Ja, Poison musst du bringen. Dann, aber der Sepp war schlecht von Karl Deletschen, der Sepp war schlecht von Karl Deletschen, der muss Feuerballen. Karl Deletschen muss Feuerballen defensiv, sonst verliert er das. Oh, Karl Deletschen. Hä? Dein Call! No, Karl Deletschen! Ich hätte nicht gedacht, dass ich Feuerballen muss. Ich hab doch gesagt, hör doch mal zu. Ja, aber ich hab dir nicht vertraut. Ja, das gut, jetzt kommt davon. Aber der Sepp von dir war auch kacke. Jetzt heißt es reflektieren, Replay angucken und weitermachen. Der Sepp war falsch, das stimmt. Aber ich dachte nicht, dass ich jetzt Feuerball spielen muss. Nee, Karl war zwei Worten dran. Stimmt. Da hört man auch ein bisschen Salz aus, Karls Stimme so. Dann wird nämlich jetzt erstmal die DMs geslidet, dann gibt's ein ernstes Wörtchen. Das nächste Mal gewinnen wir. Great G, der Mauser Matchup. Wie Giant, hä? Ich wurde gesniped! Alter, hättest du Queen links gespielt, wäre das ein Boss-Move. Schade. Ein Boss-Move. Bin aber gar nicht der Boss. Einfach die Hände nicht waschen. Das ist ein Boss-Move. Wortwörtlich, lol. Hä, ist ja mega schlecht von ihm, der Gegner ist hart kacke. Ja. Stimmt.
Ah, chillig, Gegner komplett kacke, predicted mich komplett. Ich dachte, was passiert hier, Junge? Diese Leute, die unter Kritik, wenn Leute kritisiert werden, die kommen zur Höchstleistung. Die Nightwitch ist ja echt nervig, Mann. Ja, ist das, ich glaube, seine Last Card ist Bowler, oder? Was ist jetzt hier? Oh, die Pfeile, okay. Keine Luftpost, aber ein bisschen broken in der Defensive. Ja, der Luftpost ist hier doch underrated, so. Ich glaube, die ist nicht underrated. Es kommt auch an, wie du die ratest. Ja. Naja, ich denke, jetzt wenige spielen hier so auf 5 bis 6K. Cool, dass ich denke so in der. Ich bin Magier, Komet OP, der wollte auch mal wieder Nerf. Für den Support, sehr geil. Voll bis jetzt hier. Ja, der Mega-Ritter sowieso, da spielen nur dumme Leute. Ja, Mega-Ritter ist komplett. Mega-Ritter hat keine Konter, hä? Wusst ihr das noch nicht? Mega-Ritter, ihr müsst euch mal vorstellen, Mega-Ritter ist eine Einheit, die macht extrem viel Schaden, fast so viel wie der Packer. Da macht sie Flächenschaden. Und die kann man einfach nicht kontern, versteht ihr das nicht? Immer wenn ich meine Skelden Army dagegen spiele, stirbt alles, dann werde ich BM'd. Genau. Dann ist der Mega-Ritter schuld. Mann, ey, Mega-Ritter ist eine Dreckskarte. Ah, schade, Morphin, ja. Ja, nervt nicht, das war nicht schade, das war einfach scheiße unlucky. Ich glaube, gerade sitzt er hier, irgendwie Seth hat mich gehört. Und jetzt werden hier so ein paar Schalter hin und her gelegt. Du kannst ja nochmal fragen, wann Lockback gebufft wird. Das habe ich ihn gefragt. Mein Lebensbestand. Du hast einen Korb bekommen. Ich habe einen Korb bekommen. Da kam halt nur dieses. Ja, wenn ich es mal würfel, dann wird es auch so sein. Aber wir kriegen ja ganz guten Damage. Ja, ich hab das jetzt. Aber würdet ihr sagen, Outplayed? Reicht dein Maul, würde ich sagen. Hä? Das wird's ja, verstehe ich. Ein Hit noch vom Dings, vom Mortar. In COC hat man den mal Mörser genannt. Grüße gehen raus. Ich auch für COC gezockt. Genau so ist es. Das ist der Weg nach dem Tod gewesen. Ich habe aufgehört mit COC, ja. Ich habe aufgehört mit COC, als Schach rauskam, wie Floppy. Lol. Mit der krasse Klagenkrieg, ja. Da wurde man immer gemobbt, weil man keine 3 Sterne geholt hat. Oder die Leute, die mit Barsch und CW angegriffen wurden, die wurden dann immer so in den Garten. Da muss man immer zu mit denen, ging man immer in die Ecke und dann gab's ein erstes Wort. Boah, CW gibt. Es gibt halt wirklich so Games, wo CW broken ist. SR zum Beispiel. Übrigens CW3. Da wird einfach mal ein Update übersprungen. Wieso? Übersprungen. Es gab schon CW2, Karl. Kennst du ihn nicht? Das war das beste Outfit ever. Das ist der beste Skin ever! Endlich mal Zeit gelassen. Ich verhungere hier fast. Mann, ey. Wie soll ich denn überleben von Klarkrieg-Decks? Weil die sich Zeit lassen. Weil die in den Urlaub fahren. Mann, ey! Da muss ich halt auch den Leuten sagen, so die Rechnung kann ich erst begleichen beim nächsten CR-Update. Wann der Hans ein CR-Update. Ja, okay, ich geh rein. GG. Leute, wie viel Damage wird nochmal poisen? Ich hab's vergessen. 224. Ja, macht Sinn. Hatte Top 1000 Spieler als Gegner. Bin 4000er Lokal. Ja, das ist ja random, Brody. Das heißt, du bist wahrscheinlich bei mir bei vielen Siegen oder du hast einfach Pech. Wie sieht man, dass man 4000er Lokal ist? Wie geht es? Aber 1000er Lokal. 4000er Lokal, stimmt. Wie hast du das rausgefunden, Leon Loco? Red mit uns. Das ist ja eigentlich eine Frage. Alles klar, Laura, sehe ich ein bisschen anders. Aber ich stehe auf kontroverse Leute. In dem Rahmen. Was ist? Und es entdeckt das wieder. Warum ist das denn so schwer? Scheiße, Alter.
Wann kommt eure nächste Karten-Tierlist? Karten-Tierlist? Ja, keine Ahnung. Sieht irgendwie nicht so richtig, oder? Oder wo wir den Barbaren so einranken? Ja, was nennen wir Tiers und dann gebt ihr eine Antwort, Bruder. Na, also mal, was ist A bis S Tier? Ja, aber was ist denn das für ein Knechtgesicht, Junge? Vielleicht zweitletztes oder in der Mitte? Hat er es nicht gewonnen? Wirklich? Barbaren? Ja. Ist es nicht so eine der schlechtesten Karten? Nein, Barbaren kannst du nicht auf ein Level tun mit Elixierpumpe oder sowas. Vor allem mit Barbaren kriegen manche noch so ein 93% Winrate hin. Die Winrate so aus. Das ist so ein toxischer Kommentar. Ja, ich verstehe jetzt nicht. Ausgehen, Needed. Warte mal, Roard. Ja, Roard spielt auch mit der Pumpe, hä? Ja. Oh. Roard, das Ding ist, Roards Deck wird bald wieder random OP werden. Und dann ist er anstatt den Top 300k wieder in den Top 100. Und aids irgendwelche Leute back und hat wieder Twitter-Beef. Das Ding ist, es hat halt echt Vorteile, Kacke im Game zu sein. Was? Das Vorteil ist... Was ist das? Was das ist das für halt... Aussage hier gerade? Das kann ich verstehen, Karl. Okay, Karl, was ist dein Vorteil? Was? Ja, du hast nie Twitter-Beef. Da wo? Was für ein Vorteil? Es kommt ja keiner in deine Twitter-DMs, wenn du verlierst und beleidigt dich. Sondern Leute sagen nur, dass du Trash im Game bist, wenn du gegen ihn gewinnst. Das ist ja wirklich ein krasser Vorteil, Alter. Und den Vorteil, den nimmst du aber auch aus. Ich kann ja deswegen auf die Straße gehen. Achso. Okay. Kann ich nachvollziehen. Kann der Gegner jetzt mal aufhören, irgendwie die ganze Zeit random Moves zu machen und mich damit unter Druck zu setzen, danke. Das ist ja echt geil. Jo, GG. 20-0. Das geht sich zeitlich nicht mehr aus, meine Damen und Herren. Das war's. Digga, deine Gegner bei 30 Siegen, du richtiger Bots! Das ist richtig scheiße. Das Ding ist halt, die haben alle auf Karl gehört. Es ist vorteilhaft, wenn man einfach scheiße im Game ist. Wir gehen rein. Das gefällt mir, let's go. Ab Twitter Beef mit Rich Slayton, ja, ich war auch kurz davor, Twitter Beef mit Rich Slayton. Den nächsten Kuss, vielen Dank. Also von dem Kommentar heute habe ich ja wirklich AIDS bekommen. Er meinte, dass es heißt Dragglitch am Internet liegt. Wer hat es gesagt? Wirklich? Rich Slayton, ACL-Caster seit 30 Jahren. Und worauf basiert er so seine Aussage? Kann er die begründen? Dass Supercell es sonst gefixt hätte. Diese Lache da, Digga. Du meinst so wie die. Und wir wissen alle, dass das nicht zutreffend ist. Nein, hat nichts gegen Silber, danke schön. Meinst du so wie den Fischer-Bug, den Executioner-Bug, den Baditioner-Bug, den Golden Knight-Bug? Ja? Alles am Internet. Ja, er ist das oder nicht? Klar. Können wir den Boden elektro machen? Ja, der Gegner ist doch schon wieder irgendwie nicht die hellste Fritte, ne? Auch wieder richtig scheiße! Das ist ja, mein krass. Gegner gerade eben war nicht kacke. Junge! Es ist ja wirklich eine Katastrophe. Ich bin fassungslos! Hör auf! Ich bin fassungslos. Hast du eigentlich letztes Jahr irgendwelche Alkoholprobleme wechseln? Warum? Hä? Oder warum sind deine Titel irgendwie so ein paar Wörter und Buchstaben immer so umgedreht? wo drin? Hä, ist das passiert oder was? Ja, gestern, deswegen hab ich dich angeschrieben, aber da warst du wahrscheinlich noch im Alkoholzustand. Wieso hast du mich angeschrieben gestern? Ich hab schon gefragt, ob fassungslos jetzt die neue Meta ist. Ich dachte, du meinst das im Sinne von. Du meinst das im Sinne von, dass ich das fassungslos. Ich dachte, du hast einen Fehler gemacht, du wolltest fassungslos schreiben. Nee. War dein Fehler. Ja, mein Fehler. Und heute hast du auch irgendwie Clash Royale mega komisch geschrieben, als ob du wie so auf deine Taste bekommen hast. Junge, ja. Hab ich auch gesehen. Aber das Video ist auch eine stabile 10 von 10 geworden, das ist gut. Das lag nur daran! Ich hab mich mal gepunished. Einfach. Fehler werden dir bestraft. Bin ich dran, ja, ne? Nee. Morten erst. Ich bin dran. Ja, 10 von 10 sieht man eh immer öfters. Ja, das ist echt extrem geil, muss ich sagen. 10 von 10 ist wirklich gut.
Kamikaze, oh mein Gott. Was? Ach so. Ey. Wie sauer du warst. Hatte ich kurz Angst, Alter. Nicht, dass ich wieder irgendwie angeflext werde. Darauf habe ich da vorhin ja meins Angst. Da kommt das Motorrad in die Hände. Ja, was passiert, Digga? Das kleine Schiff in die Hände, der fährt mit dem Motorrad in die Hände. Da kommt halt die Biker-Gang vorbei. Ich hab mir Dinge vermischt. Alte Biker-Gang. Kann passieren. Kann passieren. Doch, geht's uns gut. Der Gegner spielt Sparking aus. Das glaub ich auch. Wieso ist die Biker-Gang eigentlich so pink? Muss ich schmunzeln bei sowas? Sag dir auch ganz ehrlich, bis die da vor meiner Haustür steht, dann schmutze ich glaube ich nicht mehr. Wenn der mal ausgelacht hat. Ja, gute Seite. Was? Ja, ich hab das Match auf den Gegner, glaube ich, nicht der beste Clash. Nee, das ist absolut scheiße. Ach, oh. Ja. Ich guck wieder ein Bankserfäge mal schauen. Es heißt Mana. Ey, der Christo, danke für den dritten. Kurs geht raus, vielen Dank für den Support. Er? Dankeschön. Hast du den Emoji gesehen, Karl? Diesen dienen dazu? Welchen? Zu der Biker Gang. Den habe ich gerade vor Augen. Oh. Nochmal, manchmal liebe ich das Leben. Manchmal ist es lustig. Jo, Second Form, was geht? Wieso hast du nicht geultet? Würde ich gerade sagen, hä? Ja, ich konnte nicht holen, hab davor schon geholt. Gute Elektromagie aber. In die Bats rein, sehr gut. Der Gegner ist so schlecht. Ja, schon. Aber crazy, 23-0, das ist eine gute Ausgangslage gegen 19-4 und gegen 22. Ja. Aber das ist nicht so ganz. Trotzdem gibt mir das nicht so ganz die Konfidenz. Ja. Wieso nicht? Was müsste passieren, dass du noch mehr Konfidenz hättest? Als zu Null stehen. Oder besserer Spieler sein. Das. Nicht wie Xigum heißt. Okay. Verstehe ich. GG. Okay, ich geh ran. Jo. Maxius. Ist das nicht so ein Lava-Dude? Ja, das ist ein Lava-Dude. Ach, Bruder. Aber das ist nicht Lava. Oh, Karl Legend setzt unter Druck. Ja, First Play, so ein Knecht schon wieder. Der rast sich aus. Karl auch First Play immer. Karl auch so ein Knecht. Stimmt. Ich weiß nicht, was Maxius mit Deck spielt. Ich kann's dir callen. Hä? Ich spiel nicht immer Lava-Loon? Ja, aber. Ach nee, man kann es doch nicht callen. Ja, ist auch. Sollten die vielleicht auch mal fixen, aber das ist ganz, ganz weit hinten in der Priority. Das ist ja gelobt. Finde ich auch wirklich, müsste auch nicht weiter nach vorne. So, finde ich jetzt nicht schlimm, dass es so weit hinten ist. Ich finde, da sollten die so ihre Ressourcen irgendwie in was anderes investieren. So, das finde ich fein. Except. Ja. Hey! Ey, ich habe den Hit gesehen, Karl Legend, deine Meinung? Ich auch. Das ist schlecht. Ich habe halt die Unsichtbarkeit gesehen, Digga. Aber long term sollte das Matchup besser sein, finde ich. Aber nächstes Mal wirklich keine Ahnung, wie er spielen muss. Du darfst dein E-Trafen nicht zu hoch spielen. Hä, wieso gibst du ihnen Tipps? Du bist mega nervig. Mute dich doch lieber mal. Okay. Junge, ich aber auch beleidigt. Ja, zu Recht aber auch. Der ist nicht in deinem Team, was ist hier. Oh, Bro, kannst du vielleicht nochmal Kill-Tipps geben? Ja. Wieso bist du so toxisch? Hä? Warum, was meinst du? Geworden. Ja, warum? Mit Recht. Aber der Egon war sehr aggressiv. Ja, ich weiß, der Egon war sehr aggressiv, genau, da musst du wissen. Ich weiß. Aggressiv ist mein zweiter Vorname. Jetzt bin ich wieder von der Pfeife gegangen. Wollte ich auch gerade sagen. Was? Du bist jetzt der Leader von der Biker Gang. Weiß ich nicht. Junge, Karl. Wieso ist das so schlecht?
Wieso kann man eigentlich die Speichergänge so heute abusen? Ich weiß nicht, wie das so ist. Das ist krass. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, so. Schützen ihre Kinder und Kinderinnen. Die Speichergang kommt. Ja, das war's. Schade, er hat einen Fehler gemacht. Hätte er den Fehler nicht gemacht, dann wäre es glaube ich okay gewesen. Ja, mag sein. Ja. Aber. Kann eigentlich nicht falsch machen. Ja. Weil ich gerade stelle, ist halt. Das schaffen wir. Ich geb den Tipp, stell dir nicht so viele Fragen, gib dir lieber die Antworten direkt. Dann bist du auch erfolgreich. Ah, der ist crunchy. Eieiei, Respekt. Geil, Junge. Wie Respekt, hä, für was? Was? Ich auf den Betzen hier. Für Respekt, hä, Digga? Respekt, also, bitte. Respekt von Karl ist einfach nichts wert, Respekt, Mann. Oh. Respekt, wer selber macht. Ich hoffe, du wirst es nie zu mir sagen. Hallo, ASX. Wir gehen rein, oder? Ja, ins Game am besten. Mhm. Respekt, wer selber macht. Ich mach's oft selber. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Ich musste schmunzeln. Ebenso. Jawohl. IG. Was Neues zu ihrer. Lava und First Play, Junge. Ey, warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weiß nicht. In der Double ist es echt komplett broken. Ja, du hast jetzt schon gewonnen. Tschüss. Cool. Ja, GG. Das Ding ist halt, wenn so Lava und Ego und Spieler miteinander kommunizieren. Wenn man einfach wenn man immer gehatet wird, so. Das ist ja gar nicht so. Das verstehe ich halt auch einfach nicht, das kann ich auch nicht verstehen, so. Als Skill Mortal. Ja, ja, ja. Wir reden so ja gar nicht. Wir reden wirklich Bahnhof. Ey, coole Sache, der Turm ist da, Mann. Steinzeit, ja, so ein bisschen, ja, ohne Gehirn halt. Was ist das für Poison? Wollt ihr irgendwie also eure klicken? Gegner! Hat überhaupt einer von euch schon Game verloren? Nee, Karl hat es verloren, glaube ich. Ja, verdient aber auch, das war echt schlecht gespielt. Was? Ich finde, er war gar nicht so schlecht. Ja, aber besser als du. Das war kacke von mir, aber er war gar nicht so schlecht. Nein, er war besser. Aber noch eins hättest du auch praktisch verlieren müssen. Das eine mit dem King Tower. Ja, ist auch lucky. Danke, Wade. Mach sie fertig. Schuh! Mach ich, Bruder. Wieso ziehen uns eigentlich irgendwelche Schuhe an? Das soll ich auch mal machen, dass ich da immer deine Fußbild sehe. Das war's. Magic oder so? Healing Magic? Ja. Hey, ich hab's versucht. Was hast du versucht? Hä, du verlierst den Tobi schlecht, hä? Wenn du am Ende deswegen nicht Platz 1 findest, weil er weil die Krone bekommen hat, hä, dann frisst du dir. Dann frisst du dir. Wenn er Platz 1 findet, achso, ja, aber er wird nicht mehr gut. Ja, der wird, glaube ich, Platz 1 finishen, der ist so gut. Jetzt muss ich wieder clashen. Rein ins Spiel. Hast du Druck? Bruder, seit Wochen. Seit Wochen hat der Mann Druck. Ich weiß nicht, damit umzugehen hab. Okay. Anania. Noch nie gehört den Namen. Es heißt. Sieht irgendwie aus wie Laberhund. Was sagst du, Karl? Ice-T. 900. Kennst du da einen deiner Clique? Danke dir für den Prime. In der Biker-Gang. Schon mal gesagt, mach das sehr, sehr gerne. Inferno-Turm. Witzig. Upgrade. Gar nicht so geil, ich hab kein Holz. Ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Das ist sogar sehr gut für mich dann. Die toxische Art, ey. Outplayed! Sag dir zu. Das ist expensive. Er hat's aber, oder? Von wem? Von mir? Nee, von ihm schon.
Hä? Oh, Junge, jetzt wird sie vom Dart kommen genudelt. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nice, jetzt hab ich sie. Oh, jetzt hab ich alles geschnellt. Das schafft gar nicht. Fokus, alles wird gut. Was passiert hier? Das waren so unlucky Sequences. Der Meiler des Holzes und mir hat egal. Alles hat gar nicht so funktioniert. Heute ist einfach nicht mein Tag, du. Oh, die Old? Ja, ich muss cool, Delirium spielen, oder? Sonst habe ich Angst. Ja, so ein bisschen. Ja, vor allem, weil ich es gesehen habe. Wow. Mit der nächste Entfernung. Na, alles gut. Alles gut, entspann dich. Alles gut gemacht. Morta rein. Muss man dagegen. Hier gibt's jetzt einfach die Bats. Der ist am Turm. Der ist am Turm. Ja, bitte stirb. Digga, dein Gegner da. Jetzt ist das aber gerade absolute Weltklasse, was ich mit ihm mache. Du kannst dich halt echt nicht beschweren bei unseren Gegnern. Nee, ich darf ja. Nicht. Nein, ist gut. Der Meier war gar nicht gut. Ich sage nicht, dass der Gegner schlechter ist als unsere. Ja, das wäre aber auch ein ganz, ganz räudiges Statement. True that, Alter. Gute Walnuss. Mhm. Geht so. War eine gute Walnuss. Es war ironisch, ich wusste, dass ich gefailt habe. Ja, jetzt zündet er gleich sein Kasper da. Sein Kasper. In der Hinsicht war die Skami ja nicht so smart. Oh. Nein, Kita! Warum auf die Bats? Oh, ich kann keine Probleme aus dem Morton Royal, hä? Ja. Oh mein Gott, Ehre von ihm. Warst du Morton oder so? Ah, die Walnuss rechts, Mach die Augen auf. Sehr gut. Da war du braucht man eh keine. Also dein letzter Spielbock hat schon gut gefällt. Der hat gechippt. Das war's. Das war's. Wichtig und richtig. Weiter so, Morton Royal. Will Pix bin sein First Lose. Das ist hier die Frage. Deswegen bleiben wir nach der Werbung. Wichtig, Leute. People clap in den Chat. So. Machen wir. Okay, ich bin dran, ne? Mhm. Alter, wie kann. Ja. Egul im First sein. In was? In Leather? Nein, so bei uns drei. Ach so. Ja, du bist irgendwie keine Konkurrenz und ich bin heute nicht in Form. Ach du Scheiße, ja, okay. Oh mein Gott! Nice! Du darfst dich ehrlich. Junge! Das ist der Confidence Pick. Ja, da muss er jetzt los. Lol. Ich hab gegen ihn gewonnen. GG, Bro, im Nachhinein, Minimenta. Oh Gott, der ist schon die Bogenschütze wirklich, ey. Ja, Bruder, was ist das denn jetzt? Ich spiele X-Bogen. Okay. Du hast ein gutes Matchup gegen X-Bogen. Und er weiß nicht, wie er X-Bogen spielen hat. Ich habe in diesem ganzen Tournament noch keinen X-Bogen gespielt, oder? Das ist eigentlich halt. Das solltest du eigentlich gewinnen mit Pfeilen. Er weiß gar nicht, wie er X-Bogen zu spielen hat. Muss ich auch das Feedback abgeben, bin ich ehrlich. Ja, ich habe schon viermal verloren. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich glaube schon, der weiß, wie er es zu machen hat ungefähr. Echt? Ja. Wieso denkst du das? Keine Ahnung. Naja, jetzt Karl hat sich fast für Worlds qualifiziert. Nein, da hat am Ende schon ein bisschen gefehlt. Echt? Ja. Was haben gefehlt? Mehr Free Wins in Bracket? Auch mehr Punkte. Da haben ein paar Free Wins gefehlt. Da haben zu viele Leute Clash Royale gespielt. Oh Mann, das verliert er. Er muss irgendwann Lane Switch machen. Du glaubst, Minimeter verliert es? Ich glaube schon, was sagst du? Ich glaube, Pixbring gewinnt. Ich glaube, Minimeter. Ah! Ja, da wäre er raus, mein Friend! Das ist es, Alter. Ja, jetzt ist ein Turm schon was, wenn ich das mache. Ja, aber das andere Lane so ist halbwegs fein. Ja, halbwegs fein. Das ist gut für den Gegner, weil jetzt switcht der Lanes, jetzt kann er Lane switchen. Bixbin will nicht Lane switchen, Bixbin will eine Lane immer weiter unter Druck setzen. Hast du da Bixbin interviewt? Statement, Bixbin? Ja, ist richtig. Was? Ey, das war mega gut von ihm gespielt. Oh. Aber das Gute ist, dass er trotzdem Damage bekommen hat und ich mal der XC nachteilt. Also um ganz transparent zu sein, das war gar nicht mal der Ultra-Ultra-Fail. Ja. Mein Nasenflügel war gerade eingeklemmt.
Wie hast du das geändert? Einfach gegengeschlagen. Ja, ist das gefixt. Gefixt. Lag fix. So wie der Bandit Bug. Ja, im Moment kann ich direkt Sachen fixen. Ey, wenn das jetzt, wenn da ein Feuerwehr raufkommt, kommt doch der nächste Test. Da ist das smarte Feuerwehr drauf zu haben. Nein, da kommt der nächste Ego und ihn direkt Elixir zu schenken. Was macht der? Feuerwehr Value. Alarm! Aber Bixberg kann Elixir, der muss erstmal sparen. Ja. Das war ja trotzdem falsch zu kennen. Diese Analysen so. So, Lava und Spiel analysiert, das sollte eigentlich so ein neuer Podcast oder so eine Serie sein. Warum machst du keinen Podcast? Ich weiß nicht, willst du mit mir einen Podcast machen? Ich glaube, warum nicht? Nee, ich auch mit dir nicht. Oh. Hopps! Ich mach mit der Biker-Gang ein! Jede Woche neue Stories. Bei wem war die heute? Bei welchen Semi-Pro? Hey Digga, warum ist die nicht unsichtbar, wenn das Wasser verloren? Ja. Das Ding ist, die Wurmfühl zurechtschippen halt. Ja, aber der Wurm war schon smart. War schon smart. Oh. Karl bringt Jokes aus 2013, weil er da erst geboren wurde. Das hast du verloren, das hab ich verloren, genau. Das waren wir auch von Anfang an klar. Das ist natürlich dann auch wichtig für die Confidence so. Ja, was soll ich machen? Aber gegen manchmal gibt's Games, die muss man abhaken. Ja, hoffentlich hakst du das nicht so leicht ab. Karl ist immer zu nett für sowas. Wieso? Ja, weil du immer so nett bist. Findest du? Ja, sag mal das F-Wort. Okay. Sag du mal das F-Wort. Nein, sowas sage ich nicht. Siehst du? Das muss man, du musst es dreimal sagen, du bist ein richtiger Rowdy. Kommst du in die Biker-Gang? Aufnahme, bitte mal. Junge. Jetzt kommst du ein Schwanz, Dick. Okay. Ego, du spielst ja vielleicht Xbox-Spieler. Ja, das ist halt. Cool. Das ist der ja, kann ich nichts machen. Wo diese ganzen Spider-Mans drauf in einen zeigen, so. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da hätte besser machen können, honestly, aber. Ich bin auch stolz darauf, kein Ego-Lemain zu sein. Kein 100%. Das ist einfach ein Markenzeichen, weißt du? Wenn du kein Ego-Lemain bist, dann ist es okay. Dann ist es auch einfach okay zu verlieren. Dann kannst du immer noch dein Gesicht bewahren. Okay. Also wenn Morten ist noch irgendwie Comeback so, dann bin ich echt positiv überzeugt. Positiv überzeugt? Kann man auch negativ überzeugt sein? Ja. Ich glaube schon. Ja, das Video ist lustig, Kinder, aber das Ego im Video von KFC. Ich geh rein. Habt ihr eigentlich Final Final Form Street gesehen? Nee, was hat er gemacht? Er will US Nerf. Wieso? Oh nein. Ja, weil er sein Final Final Form Deck countert, ja. Er will aber auch immer Giant Double Prince. Nein, er will. Ja, deswegen ja, weil US zu stark ist. Ach so. Er will auch einen Grabstein Nerf. Und er will Graveyard Nerf. Es ist halt so zufällig, dass es nur daran liegt, dass irgendwie. Das countert alles seine Decks. Oder sein Deck. Sein Deck wäre hier ein bisschen zu viel. Junge, ich habe ein großes persönliches Problem. Und Guards, stimmt. Guards will er auch genervt haben. Hat er so eine Balance Changes? Ja. Ich wurde nur beleidigt. Jetzt hörst du ihn, vielen Dank. Aber ist schon was gesprochen. Du darüber, dass ich was beleidigt habe. Stumm, gestumm. Wenn die Beine entscheidet, wurde. Viele Beine mal bekommen Besuch. Sofort, sehr geil. Ja, ich habe entschuldigt auf Twitter so. Du Hardcore schon wieder, hä? Glaube ich jetzt nicht. Hä, wie soll der Lava Loom verteidigen? Wie soll ich die Crackerin und den Dark Goblin verteidigen? Du überrennst ihn einfach, hä? Hä? Ja, siehst du doch, wie du das machst. Ihr kennt seine Spells nicht. Ja, du auch nicht, hä? Du auch nicht, weil der Dumme so geil spielt. Ja, wenn er einen guten Spell hätte, würde ich schon längst flashen. Wenn du seinen Spell erst kennst, dann den Turm, dann würde ich mich auch nicht beschweren. Sein Turm. Mal gucken. Wieso geht er jetzt links rein? Wahrscheinlich, weil er links Damage haben will. Das ist krasse. Ja. Krasse er kann Theorie. Nichts machen. Wenn Karl nochmal sagt, dass der Gegner ihn countert, dann werde ich hier kreidebleich. Wir gehen gleich. Danke dir, so. Warum lachst du gerade? Wir gehen gleich rein in die Analyse.
Ja, das war's. Ups, oder? Also. Das ist ja schon wieder unsäglich. Danke, Dragon Rider, auch dir. Holy shit, vielen, vielen Dank. Ja, ich mag Leute, die irgendwelche Band Changes tweeten und dann einfach nur auf ihr eigenes Deck achten. Ciao. Ja, ich glaube, das wird Kollege Schnell schon nicht gewinnen. Ja, true. Denke ich auch. Ja, wir müssen einen Turm bekommen. Selbst bei 2-2 würde er verlieren. Korrekt. Aber Karl schwitzt darum, dass er erst gar keinen Turm verliert. Wir gucken nach, was er noch für Karten hat. Ich glaube, er hat trotzdem noch ein paar Karten nicht gespielt. Das waren irgendwie nicht viele Karten. Nicht ein Bombtower oder so. Hätte man aber auch spielen können, oder? Ja, aber du steckst ihn drin in den Köpfen. Mega-Ritter. Der hat ja noch drin, also Deck. Ein Holz. Hat er ein Firespirit mal gespielt? Ja, das war Holz. Er hätte mal sein Mega-Ritter vielleicht einzelne Situation spielen können. Hä, hey, ich bin gegen Lava-Loon, das wird kritisch. Ah, mit Lightning ist wirklich Krise. Spielt er mit Lightning? Das wissen wir nicht, das müssen wir nachher rausfinden. Ich gehe ihn rein in die Recherche. Oh, das war nicht smart. Hä, was ist... Oh, gerade noch so die Kurve bekommen hier. Hat er selbst? Kurz fast gegen Bordstein geknallt. Sehr gut. Sehr gut. Arsch. Kommt da jetzt, Skats, Gami. Das ist Rakan-Deck geworden. Ach, Bruder, er ist schon wieder so schlecht. Hä, was hat er gemacht? Hä, das Ding ist, er ist voll der Dummi. Das muss er verteidigen. Das ist einfach nicht gut. Hä? Ich glaube, mein Schwein pfeift! Ja, das wird jetzt eklig, oder? Nein. Also ich krieg's verteidigt, aber es wird eklig. Weil er ein bisschen... Das Problem ist halt, man kann halt keine Kunst. Oh mein Gott, das ist ein Hit. Nein, wird's nicht. Guck doch ganz genau hin. Warte, das hast du gehört, dass das nicht so sicher war. Das war ganz sicher. Wir gehen rein, bisschen Chip. Hä? Das Ding ist Karl. Naja, erzähl. Er countert mich, oder nicht? Ich denke auch. Du kannst halt keine Queens decken, so. Deswegen kann er auf jede Queen, die du hast, einfach ein Lightning draufklappen. Und irgendwie ist der Inferno Ring hart nervig, aber ich hab Bats. Das ist gut. Also auf gut Deutsch. On Plate! Ja. Der Turm ist down. Und nicht auf Plate. Das waren ja die besten Barbaren der Welt. Ne, die waren schlecht. Ne, das ist aber wie. Oh! Hier! Yeah! Geht zu Delivery. Aber ich bin auch gerade ehrlich, was wir mit ihm machen, ist gerade ein bisschen. Das ist Welt. Ein bisschen arg, hops, sagst du. Hops. Einfach jetzt mal die Kollegin an die Brücke. Früher war halt 3M-Knickmeter, heute kommt Queen hoch. Welche Meter gefällt dir besser? Red mit mir. Ich glaube, Queen ist schon besser. Echt? Bin da auf Kollege Roards Seite. Was findet Roard nice? Ja, obviously. Ich glaube, er mag es, wenn er gegen wenn er 3M in die Knicks werden, dann Leute BM'd. Ich finde, Roard könnte ruhig in seinem Deck Queen spielen, der statt irgendwie Drachen oder so. Ja, aber er hat die, glaube ich, nicht mehr Axt. Okay, wir gehen rein. Der Spieler ist mal halt generell ein Geringverdiener. Ahmad Kamaru. Alter, aber was wir gerade hier machen, dass wir hier leben. Wir losen grundsätzlich relativ wenig so. Ja. Ihr Killerboy. Es heißt. Pass auf, nicht gegen den Tür. Der macht nichts, ja, was ist das? Danke, dass du auf mich aufpasst. Ein Ding, mein Sohn. Hä? Ich glaube, das ist das Deck great. Schon wieder. Boah, Big Spin Face, irgendwelche zweite Klasse Spieler. Was ist das für ein Deck? Das weiß nur der Wind. What the? Der Wind, das himmlische Kind.
Warte, was macht er, wenn wir Doppelheiler reinspielen? Mehr als die Damage kassieren. Ja, oder? Musstet ihr früher auch R-König auswendig lernen? Ja. Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Ich war ganz gut im Gedicht. Also, ein Kurzzeitgedächtnis ist actually ganz gut. Ich hab gar nicht lang gebraucht für. Das ist auch nicht die Bedeutung von Kurzzeitgedächtnis. Ja, doch. Ein Kurzzeitgedächtnis ist Sache, die du dir in so ein paar Minuten merken kannst. Ja, das meine ich ja. Achso. Also ich konnte es mir relativ schnell einprägen. Und ich habe es auch nicht so schnell vergessen. Also ich musste es jetzt nicht irgendwie jeden Tag fünfmal in mich reindudeln. Also hast du aber grundsätzlich ein fettes Gehirn. Das ist, was ich ja Nein, sagen. Weil ich habe ja kein Langzeitgedächtnis so. Also ich könnte jetzt aber nicht sagen, was ich vor einem Jahr gemacht habe. Hä, du weißt doch, du kannst dir das lange merken. Nein. Hä? Das hast du gerade gesagt. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich auch. Anscheinend habe ich doch kein Kurzzeitgedächtnis. Oder auch kein Langzeitgedächtnis. Ich habe jetzt vergessen, was ich gesagt habe. Ich will was zu entdecken, auf. Was gucken wir hier an? Kurze Runde 5K Gameplay. Das ist ja so crazy, bitte. Das ist einfach gut. Gedicht. Ja, in Gedichten war ich gut. Bin ich mein Kurzzeitgedächtnis. Aber lange konntest du dir auch mehr. Ja, was ist denn für dich lang? Für mich ist ein Langzeitgedächtnis ein Jahr oder so. Nein, länger. Oder? Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nehmen wir stark. Danke für den 20. Monat. Kurz geht raus. Vielen Dank. Und ja, Kevin, ja, WASMC. Danke dir, Kevin, für Monat Nummer 10. Kann man besser CR werden, wenn du nicht das Gameplay anguckst, was du gerade angeguckt hast. Oh, was soll das heißen, hä? Was ist das für ein Weirdo Front? Wo kommt das ja auf einmal? Okay, rein in die Masse. Grundsätzlich. Ja. Hat jeder ja nur. Du musst ins Game? Nee. Morten hat 2 Spiele verloren, oder? Du musst ins Game, ja. Ja, ich such mal, aber. Okay. Ja, ich habe 2 Spiele verloren. Willst du jetzt nochmal drauf rumreiten? Ey, Morten, hast du nicht 2 Spiele verloren? Ah ja, ohne Wertung. War ja nur ohne Wertung. Fick dich. Ohne Wertung. Digga. Geiles Deck, weiter so, ja. Ey, die ist gut. Emi? Die ist wirklich gut. Die spielt so Giant Double Prince und ist mega. Ist irgendwie so Top 1000 oder so. Oder Top 500 sogar. Wieso weißt du das? Weil ich öfters gegen die spiele und öfter GG wohnen werde. Jetzt Real Talk. Ja, aber die ist halt ganz nett. Also ich spiele Giant Double Prince mit E-Drake. Auf Boss CR angelehnt. Was? Was? Du hast jetzt nicht angelogen. Nein, ich mein's ernst, hä? Ist gut. Spielt auch. Feuerball Zap. Das ist ja das Boss CR-Deck, nur er hat damals irgendwie noch der Holz gespielt. Ja, aber was. Danke, Romanek. Nicht ja meiner. Also sehr wüstes Gameplay, was ich hier zu Gesicht bekomme. Ja, wahrscheinlich. Von Amy Winehouse. Sad. Kann Amy Winehouse da noch einen Feuerball drauf machen, bitte? Dann muss er... Amy Winehouse, was tust du? Ich hoffe, der Drache ist in der... Also in der Form. Ich glaube, du counterst sie. Ich glaube, sie kann absolut nichts machen. Kraft ist so okay, der braucht echt einen Nerf. Den eine Feinde von mir nicht macht. Den eine Feinde von mir zwei anderen gut ist. Nicht so Sepp. Morten König groß an. Ich hab nicht groß an, ich hab nur gesagt, dass sie gut ist. War, bis zu dem Game. Achso. Guck gleich auf ihr Profil, Karte Legend, okay? Okay. Ich wollte vorlesen. Nein! Du sollst einfach gleich auf ihr Profil gucken, musst du nicht vorlesen. Ich will die Erfolge vorlesen. Wow. Na, ich will hier nichts vorlesen. Ich bin hier nicht in der Uni, Bruder. Digga. Was muss ich hören? Damit fangen wir auch gar nicht erst an. Ich fang nicht Nein, mit wie, sowas möchte ich nicht anfangen. Bei Floppy läuft. Ja. Jetzt bin ich schon wieder gelacht, hör mal auf. Ja, passiv als aktiv wahrscheinlich, oder? Probably. Könnte man meinen, ja. Ich weiß nur, dass Bobby mir irgendwie jede 3 Wochen sagt, dass er viel lernen muss. Und dann macht er irgendwas, das nicht lernt. Danke, Chrissy, für die 4 Monate. Das ist nett, danke. Jo, danke, Chrissy. Heißt die auf Twitch? Oder, find selbst raus. Ich bin ja keine Ausgabe oder so.
Erdreht so. So ein Tourismusbüro. Ja, ich würde komplett Krankheiten bekommen, so. Frag mich dann, wo Berlin ist und so. Ich auf die Karte, du Dummkopf. Okay, jetzt guck nach im Profil. Ja, aber ich darf ja nicht vorlesen, so, hä? Hey? Nein, ja, guck einfach nach und dann reagier einfach drauf. Oh! Ja, okay! Du solltest Reaction-YouTuber werden. Danke, Jojo, Kuss. Hort hat heute gekokst. Nee, Bruder, ich distanziere mich von Koksen. Ist nicht gut für die Gesundheit. Ich auch mal ein gutes Statement. findest du nicht? Nein, das ist ein gutes Statement. Ja, das ist ja auch der Sinn meines Streams, so gute Werte vermitteln. Ja. Kurze Kritik, Sikerem. Das ist nur wegen Akama. Akama sagt mir das immer. Akama redet mit seinen Freunden in meinem Chat immer. Sikerem Walla. Warum lachst du? Du fährst immer irgendwelche Wörter in deinen Sprachgebrauch. Aua, ich fass den Darkon mit der Hand! Der Darkon ist so dran! Junge, jetzt ihr nervt! Löscht euch! Hey, was wollt ihr? Ich bin abgelenkt, hallo! Kannst du dich konzentrieren? Ey, wie... Oh, ich hab so Hunger schon wieder. Ist was, Mann! Scheiße, Alter. Lenk mich nicht ab, Bedulli. Hey, ich sehe Probleme hier. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der Probleme sieht, aber Problem. Du bist nicht der Einzige. Irgendwie ist das wieder das berühmt-berüchtigte Matchup der Matchups. Das ist schon wieder richtig kacke. Ja. Ist das smart? Ich gehe aber jetzt voll all in. Nur wenn er jetzt wieder Megerit hat, dann habe ich, hab ich geweint. Ja, verloren. Geweint. Ja, Mann! Ich weine gleich. Bro? Ja, ich dachte, er hätte ihn nicht zurück. Denkst du wirklich nicht, du kannst das comebacken? Ja doch, lol. Frage ist nur wann. Die Valkyrie. Problem ist. Nein! Nein! Ich glaube, ich werde hier nicht mit dem Sieg nach Hause gehen. Und dann wird es wahrscheinlich die Niederlage sein. Ja, das hat doch unentschieden ist. Nicht so realistisch, I guess. Oh, die Queen auch nicht gezündet, weil ich dachte, sie wird sterben. Kennt ihr das? Einmal Scheiße am Fuß ist immer Scheiße am Fuß. Ja. Ja, alles gut, okay. Gut ist, dass ich einen Deck habe, mit dem man immer gut comebacken kann. Ich will nur sagen, er hat keinen direkten Spell, so. Ich weiß, das habe ich analysiert. Ich muss hoffen, dass er einen Fehler macht. Ich hab verloren. Was lachst du, hä? Ich hab verloren. Er hätte einfach nur, er hätte den Kobold verspielen müssen. Ja, er ist ein bisschen dumm, leider. Ah, ich hab gefailed. Oh, ja. Eins gefällt! Ich hab's aber nicht gesehen und deswegen gehe ich hier als Sieger hervor. Ach so. In der Situation. Als Sieger hervor, man kennt ihn. Ah, der Prinz, stimmt, der hat ja auch noch. Ja. Jetzt kommt MK Brücke und ich hab verloren. Komplett nett von ihm, danke dir, Rudi. Ja, auch schlimm. Hä, ist das nicht mega jetzt dumm? Es heißt Mana. Die kommt in Time, alles gut. Irgendwas hast du für eine schnelle Action-Time. Ja, alles gut, beruhig dich. Alles gut, okay. Der Darkon muss. Nein, wahrscheinlich ist das Target so unlucky! Ja! Also ich krieg's gut verteidigt, aber der Damage von ihm ist irgendwie. Was ist da? Ich. Hä? Schlechter Mega-Ritter. Ja. Ich hab nicht. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Also ich hab keine Reaction-Time am Start. Aua. Ja, Kollege Schnürschuh wird gesplashed, das ist schon cool. Ich kann nicht reingehen, weil. Mhm. Hallo, Koma. Alter, du siehst gerade irgendwie nicht so gut aus. Was ist denn jetzt? War ich dran? Die war dran, ja. Nein, oh, mega, das schlecht. Ja, Problem ist, ich hab nichts gegen Bats. Du hast echt nichts gegen Bats, du musst irgendwie, aber das geht nicht. Alter, gute Entscheidung. Junge, du kannst es comebacken. 30 Sekunden auf Euro. Danke, Bruder. Ja, ich glaube nicht, dass ich das noch comebacken kann, oder? Oh mein Gott. Das ist es! Oh Mann, das ist so Jarak. Ich hätte gewonnen. Hätte ich am Anfang nicht so viel Damage kassiert. Er hätte gespielt. Junge, wieso krieg ich die größten Schwitzer? Wieso krieg ich die größten Kühe-Maker, Digga?
Mann. F. Junge, das kann noch ein bisschen dauern. 24-2 zu 1. Das stimmt. Ich bin dran. Ich gehe rein. Alter, jetzt bin ich nicht letzter. Krass. Junge, alles geschafft. Das war der Anspruch. Ja, das war wirklich der Anspruch als Idee heute hier. 10 Subs sind schon wirklich viel Geld, so, ne? Also vielleicht können wir irgendwie Ratenzahlung machen oder so. Alter, im Maul. Dann schicke ich die Frage gerne vorbei. Ach, Bruder, schon wieder irgendein so Baller-Deck. Junge. Ich war heute Kuh melken, es steht schlimmer als Mortens Zimmer. Was ist der für ein Vergleich? Jetzt will ich nicht wissen, wo du die Kuh gemolken hast, Bruder. Bis der so hart stinkt. Ich finde das nett, dass er mir keine Feuerwege gibt. Ach Junge, dann kriegst du so einen Gegner, der das Spiel das erste Mal spielt und von Akame gepusht wird. Von Akame gepusht. Ja, und währenddessen noch von Dennis gecoacht wird. Ja, Dennis Junge. Gecoacht. Er bin in den Chat. Och man, das macht mich traurig, wenn ich rausfliege. So. Heute war so ein guter Tag und jetzt bin ich wieder. Jetzt ist der Tag wieder im Arsch. Jetzt muss ich morgen nochmal aufstehen und muss wieder motiviert sein. Morgen einfach mehr Erfolg habe. Du musst einfach morgen nochmal aufstehen, scheiße, fuck. Fuck, Mann, Alter! Kannst morgen nicht liegen bleiben. Machen wir morgen nochmal? Ich wär dabei. Ja, können wir uns überlegen. Vielleicht mit Flobby oder so, wenn er nicht sein ganzes Geld verloren hat. Die ist nicht letzte Wende. Vielleicht macht erst Flobby dann mit. Vielleicht wird er erst dann mit, stimmt. Drecks-Match ab, Junge, hä? Ja, der Counter ist das 100-0 eigentlich. Der geht mir so auf den Sack mit seinem Bowler und allem. Und so einfach der Bowler ganz geschickt umspielt. Umspielt. Kann man den Füßen irgendwie so kontern, indem man Meldo reinmacht und Feuerball oder so hier? In den ganzen Ei. Das kann man kontern, ich hab gar nicht zu hier. Alles gut, Großer. Oh, dass das Game nicht unterleidet. Zu spät. Das sieht problematisch aus. Das ist auch problematisch, Bro. Freeze. Er ist nicht so eine. Hör auf jetzt. Er ist nicht so eine. Da müssen wir irgendwie hier mit... Da fehlt mir irgendwie... Das verstehe ich nicht ganz so. Er ist nicht so eine. Da gibt's einen WhatsApp-Sticker. Kennst du den, Karl? Wie du das schon sagst, das ist ein richtig kritischer WhatsApp-Sticker. Wenn es jetzt kritisch definiert. Bruder, also es ist wirklich so ein Ace-Matchup. Ja, aber... So ein Hugo, Digga. Ein Hufeisenbesitzer. Ja, wir sind noch alive oder sowas in der Art. Das ist, er ist so schlecht auch, Mann, aber... Hä, wird beleidigt von einem guten Nado. Wie dumm. Glaubst du nicht, dass du jetzt verloren hast mit dem Elixier? Na klar, hab ich jetzt verloren. Ja, okay, Karl, wie fühlst du dich? Weiß ich nicht. Ready to take off? Er fühlst nicht, ne. Die Biker gegen Startfeld. Bitte alle hinsetzen und anschnallen. Wir heben ab. Warte mal ganz kurz. Ja, was ist? Ich warte. Wir sind noch drin im Business. Ja, ja, sehe ich genauso. Ich glaube, zu deinem Vorteil gibt es keine Triple, oder? Ja, Triple wäre, glaube ich, eh gegen seinen ganzen Truppen. Graveyard Freeze nackt, Spam. Auch mal nackt. Okay. Chat, ich mache mir gleich was zu essen. Ich klatsche euch dann Werbung rein, ich hoffe, das ist okay für euch. Das Essen muss sich ja refinanzieren. Muss sich ja lohnen, dass ich esse. Das ist mal so. Hey! Ich kann ja nicht umsonst essen. Ach, Bruder. Was ist das? Passiert ja. Ja, ich kann jetzt hier den Fies machen und gegen den Ball, das ist AIDS. Schade, danke, schade, TV. Schade, Mann. Schade. Kuss.
Aber kurze Frage, weil ich hier auch nebenbei noch hier ein bisschen mit Medien und so mache. Würdest du sagen, dass der Fehler ist bei dir oder der Fehler war beim Gegner oder war das Spiel schuld? Was? Ich mache hier was mit Medien. Deswegen muss ich dir fragen, ja, ob du den Fehler bei dir selbst siehst. Hä? Nö. Achso. Wieso? Ich habe doch keine Fehler gemacht, großartig. Also ich weiß jetzt nicht, was ich besser machen soll. Ja, okay. Das nehme ich als sehr, sehr krasses Statement. Das erscheint morgen in der Bild. Das ist gut. Aber da wird noch ein paar Sachen geedit. Wir spielen gegen Maximus. Lol, Aftershock. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Meine ich nicht mit, Leute. King Benno 1948 ist ja, der 5. Wahrscheinlich hat er letztes Mal mit 13 Deck. Welche von den beiden sollte ich reden? Ich würde reden ein bisschen für die Zuschauer. Beides ist geil. Okay. Eros hört mich vom Feuerwehr, aber Friedhof ist geiler. Mach Friedhof ist besser. Ja. Friedhof. Danke dir, King Benno, für den 5. Und dann Bumilo ist im 46. Moin, danke dir für den 46. Kuss, vielen Dank. Ach, Maxirus, moin Meister, was geht? Ja. Du hast ein Problem. Ja, das gefällt mir nicht. Hä, Karl? Der Start war kacke. Kannst du aufhören zu verlieren? Ich schaffe es gegen den Fernentrachen. Ja, das kann ich mir vorstellen, das glaube ich. Gegen dich hat er noch keine Fernentrachen gespielt, oder? Da war er noch auf der guten Seite. Das kann sein, ja. Oh Gott! Oh, wei, wei. Lichter brennen. Der Pfeile? Das wäre Kernasi, ja. Ich muss noch ein bisschen auf den King Tower aufpassen. Ja, das wäre ganz gut. Ja. Also krass. Was ist das für ein Start? Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir gegen Inferno schon gegen Inferno Drachen spielen. War jetzt echt nicht so in meiner Rechnung für heute Abend. Oh, der Sepp. Oh, der Sepp, Bro, ey. Der war gut. Der hat ja richtig weh getan. Der schmeckt echt nicht mehr. Eieiei. Eieiei. Wenn wir das kann wegen, bin ich stolz auf mich selbst. Hunger. Hast du auch Hunger? Ich hab richtig hart Hunger. Und wann wurde es jetzt mal gegessen? Vom Stream, aber ich hatte trotzdem Hunger. Oh. Weil ich da nicht so krass schon gut gegessen habe. Was gab's zu essen? Ach, einfach nur Brot. Hat ja auch was. Ja. Der Sepp, aua, Karl! Das ist nicht gut. Das fällt mir auch auf. Aber es hat alles damit angefangen, dass auf einmal ein Fernturm bei mir war. Ja, es hat klein angefangen und dann hat sich das Brot mit Marmelade. Geiles Brot mit Marmelade, schön süß. Fett. Da sieht sich Papa's gut. Süßen Brotaufstrich. Das war's, ey, du hast verloren. Du hast deinen dritten hier gesehen? Ich hätte es fast gekommen weg. Kurze Frage. Mir ist eine Frage eingefallen. Glaubt ihr, Geld verändert Menschen oder Menschen verändern Geld? Hä, was? Eine Frage, die ich euch jetzt stelle. Also Geld verändert Menschen, kommt drauf an, wie du dich darauf einlässt, ne? Und andersrum? Menschen verändern Geld. Ja, keine Ahnung. Geld ist Geld. Wenn ich jetzt EZB-Chef wäre, würde ich Geld schon verändern. Mhm. Ich kann kein Geld verändern. Menschen haben Geld geschaffen, also können sie auch verändern, hä? Ja, aggressiv. Oder nicht? Ach, Bruder, fuck it. Was ich meine, das ist mir einfach so eingefallen beim Essen machen. Ja. Ey, danke, Lukas, der. Ja, das ist auch ein großer Booty, als du. Oh, Alarm dann. Ja. Kam's auf den Namen Morten. Bruder, mir wurde damals gesagt, dass ich so heiße. Wie kamst du auf den Namen, Junge? Das ist ja schon wieder geil. Nö. Voll Dennis von Spoffen. Ich esse jetzt Fleisch. Ich hab jetzt so schnell rausgeworfen.
Nein, du kannst ja, dafür müsstest du ein paar Subs giften. Ja. Ja, kann ich erwarten, dass die ganze Sub-Nachricht vorgelesen wird. Digga, ich werde so gehart skin von diesem Dreckskin gerade. Das schwört sich nicht an, Alter. Nein, ich heiße nicht Rocken Royale in echt, Bruder. Glaubst du eigentlich der Corona-Morphen? Warum? Wieso? Hä? Bist du ein Insider? Du bist dumm. Du hast ja eine Story von dem Typen gepostet. Hey, ich hab verstanden. Glaubst du, ich hab Corona? Nein, glaubst du eigentlich an Corona? Ja, ich hab dir schon im Stream erzählt, ich hab's mal mit Ace bekommen. Da hat ja jeder seine eigene Meinung. Ist okay. Ja, ich hab verloren, ich weiß nicht, es ist nicht so gut. Wir wechseln mal Deck hier nach. Wir gehen auf eine bisschen geskilltere Basis. Ich hab nicht mit Friedhof gespielt. Das geht, Tommy, nein. Ich sag auch ein Relap zu Big Spin, Big Spin. Ja, ist richtig. Ich sag auch ein Relap zu Morten, Morten. Nicht Morten Royal. Morten Royal, komm her! Das bin ich aber cool, das bin ich aber das bin ich echt im Freund. Ja, scheiße, GG, ist okay, passt, kommt damit klar. Aber zu, zu Flobby sag ich auch Flobby. Ja, ey, Flobby, ja, ich bin auch Flobby. Flobby Justus zu nennen, Digga, das wäre käme ganz falsch. Wer das macht. Ja, wer das macht, Alter, ohne Witz, ne? Das käme nicht so gut. Sahn? Sahn sag ich immer Daddy. Ich geh rein. Alter, du, ich steh zu 3, Big Spin. Zu Karl, oder? Ja, Big Spin auch. Eieiei. Wieso? Wir müssen uns jetzt kurz ein neues Konzept... Was? Ich bin auch gegen Enzo. Jungfrau. Los. Enzo Ferrari. Oh, das war dein Gegner. Enzo Ferrari. Kurze, ey, nochmal kurzes Feedback, Big Spin. Ich bin ja da mit Karl im engen Austausch. Deswegen brauche ich jetzt nochmal eine dritte Meinung, ist immer wichtig. Was kommt jetzt? Hey, nein, ist es was relativ Normales. Okay, ja. Okay, jetzt. Also, es gibt auch andere Fragen, aber die stelle ich lieber nicht. Ja. Deswegen stelle ich die normale Frage. Ja, stell sie. Diese Emoji-Meter, ne? Ja. Die macht mich fertig, Bruder. Sag dir ganz ehrlich. Was meinst du, welche Emoji-Meter? Also. Im Chat? Also, nein, wenn ich zum Beispiel mit Person schreibe und dann wird mir einfach dieser Mond zugesendet. Da kann ich nicht weiterleben. Ja, warum denn nicht? Der Mond ist das beste Leben, Junge. Der Mond wird immer reingeflammt. Hä, der Mond? Okay, ab jetzt schreibst du für mich. Der Mond ist irgendwie geil. Der Mond ist Kappa auf WhatsApp. Was? Kappa auf WhatsApp? Ja. Ja, doch, der dunkle Mond ist Kappa auf WhatsApp. Der dunkle Mond ist Kappa auf WhatsApp. So. Der helle Mond ist... Ja, du kannst ja mit jemandem, ich weiß ja nicht, mit wem du jetzt schreibst, aber wenn du jetzt Leute schreibst, die keinen Twitch kennen, kannst du ja nicht Pipo Clap schreiben, Alter. Alter, du kannst alles, Digga. Hä, doch. Der dunkle Mond ist Kappa auf WhatsApp schon immer gewesen. Und was, ja, aber mir wird der helle Mond zugesendet. Was sagst du dazu? Ja, der helle Mond, die Frage ist von wem? Das kann ich auch nicht deuten, bin ich ehrlich. Ja, das ist jetzt alles hier, das ist alles zu... Ja, nee, das war ja nicht die Frage so. So, ja, das kommt ja... Die Frage ist jetzt vorbei. Ich hab eine Antwort bekommen. Es kommt ja auf die Beziehung zwischen euch beiden an, also zwischen den Chatpartnern, wenn halt der helle Mond sendet. Wenn du mir den hellen Mond sendest, dann hätten wir keine Beziehung mehr. Mann. Aber ich hab den, ohne Witz, der helle Mond ist doch kein Schwanz. Ich ja, halt. Schwanz benutzt ihr doch nicht. Gina schreibt ich jetzt immer den hellen nach, Gina. Schon wieder schwierig. Aber, was ich noch vorsagen wollte, immer wenn jemand diesen Latz-Smiley zu mir sendet, fühle ich mich verarscht. Diesen Lachsmiley, welchen? Morgen meinst du, das ist symbolisch. Sie sind ein Lachsmiley. Zum Beispiel ich sage, ich bring wieder einen coolen Witz, da kennst du mich ja so lustig, ja, ne? Ja, ja. Du hast mich mit Jarak und so. Und dann kommt der Lachsmiley so. Was macht man dann? Mit der weiblichen Person? Ja, mit allgemein mit Personen so, mit allem. Mit Jarak, okay, perfekt. Nein, nicht mit Jarak. Digga. Morgen real braucht Hilfe. Wort, oh ja, ich brauche eine vernünftige Antwort! Ja, was machst du denn? Hey, lachst mal, die sind nicht immer. Du meinst den Smiley, der den QTV liebvoll Autisten-Smiley nennt?
Meinst du den? Bin ich so krass im Kugeltipper-Business? Nee, keine Ahnung. Den alle gerade rein sein. Dennis zum Beispiel. Ja, ja. Wenn ich einen lustigen Witz bringe und jemand bringt den, dann fühle ich mich verarscht. Wenn jemand hahaha schreibt, dann fühle ich mich wie der Boss. Echt? Ja. Nee, Alter, hahaha ist mäßig geil. Chat, vor Feedback. Der Lastmal ist fein. Ich meine ihn immer ernst. Ach, Kinder, geht das für einen Schwanz. Der Lastmal ist okay, schreibe ich öfter. Ich schreibe immer hahaha. Nee, du schreibst immer hahaha. Damit gefragt, wie also ich mache entweder viel Lachsmilies, die meine ich auch so, ich habe auch hahaha und dann vertippe ich mich darin, weil das Vertippen ist extra, weil ich bin so in Ekstase über den Joke, dass ich nicht mehr schaffe H und A aneinander zu reihen, weißt du? Ja, wenn es wirklich lustig ist, merkt man, Bigs mit verschleift sich. Aber nur dann. Wenn da wirklich hahaha steht, so dann. Jedes Mal, wenn Flommy einen Witz macht, habe ich mich noch nie verschrieben. Immer wenn so mehr Haars geaddet wird, dann wird es immer mehr lustiger wird's dann. Ja. So ein Joke-Waking. Ja, richtig. Das ist so ein Waking. So eine Skala ist das. So wie so ein Thermometer, das geht immer weiter hoch. Okay, ich muss nochmal kurz meine Emote-Historie durchgehen. Ja, aber tatsächlich, ich fühle mich, okay. Also ich bin... Kurzes Feedback, ich habe noch ein Emoji, den ich sehr fragwürdig finde. Oh Gott. Ja. Aber ich glaube, ich muss ihn dir in den Twitch-Chat senden, weil der ist so dumm. Okay. Muss ein bisschen reinspammen. Kann ich überhaupt so, wie ich ihn sende? Ja, den. Digga, also, immer wenn mir jemand diese Sonne sendet, dann denke ich, der ist glücksspielsüchtig bei Lotto. Die Sonne? Ach du, oh mein Gott, die Sonne. Wer sendet dir denn die Sonne? Welchen Ulm schreibst du, Alter? Das würde ich jetzt auch gerne wissen, Morten. Die habe ich nie im Leben irgendwo gesehen. Was ist das denn, Digga? Ja, die Emoji kenne ich gar nicht. Die Sonne, Junge. Morten schreibt mit irgendwelchen Glücksspielen. Morten schreibt mit irgendwelchen Esoterikern, Junge. Was ist das denn jetzt? Morten, du musst aufpassen mit dem Schreiben. Nix, du musst aufpassen, das Buggy ist am Turm. Ja, ich weiß. Das ist wie AIDS, Junge. Alter, mit dem Baum mit der Sonne, Junge. Du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht. Junge, jetzt geht das die Schnauze. Junge, ist von zwei gekaufte Hits. Der erste Hit ja, war irgendwie. Weiß. Es war Skellys Tor. Aber Wichsen, so fühle ich mich auch, wenn mir jemand die Sonne sendet. Halt dein Maul. Ja, Digga, Das ist so ein scheiß Scam. Weißt du, ich spiele das Match und ich wechsle wieder auf Ego-Lim Scheiße drauf. Danach wird wieder Ego-Lim getryhardet. So nehme ich das. Ich bin ein guter Moderator. Aber danke. Jetzt weiß ich, dass ich anscheinend. Das war's, also. Das wird so katastrophal. Wird geändert. Nächste Woche kommt die nächste Niveau fragen. Ja, wichtig. Damals, wo Emojis rauskam, fand ich sie mega geil. Da kam Sticker raus. Sticker sind deutlich besser. Ja, Sticker. Wann kamen Emojis raus? In meinem Leben gab es einfach immer Emojis. Sticker sind immer so ein Thema, weil Sticker, also, weißt du, so Sticker, da kannst du halt entweder den Humor treffen oder du kannst richtig hart auf die Fresse fallen. Findest du meine Sticker nicht toll? Junge, deine Sticker sind so, ey. Deine Sticker sind wirklich so hart humorgestört, das ist insane. Ja, ich weiß nicht. Ich fühl's dicker, also sehen okay, Karl, du hast rein. Ich darf was nächste geben mit Ego Lunch. Ich würde sagen, er hat Hardkonter. Ja, ich würde auch sagen, er hat Hardkonter. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich muss wieder mit Ego Lunch rein, ansonsten bringt das hier nichts. Da wird kein Schuh draus, sonst. Hast du jetzt nur noch eine Niederlage offen, ja, ne? Ich hab nur noch eine Niederlage offen, ja, sonst bin ich raus. Zigarette. Dieses Zigaretten-Emoji verstehe ich auch gar nicht, Alter. Das fuckt mich nicht. Verstehst du nicht? Ich verstehe es schon so, aber ich finde das, ich würde es nicht nutzen. Das ist nicht mein Lifestyle. Wochen bist und wieder zum Beispiel, irgendwas, man wird gekorbt oder so, Zigaretten-Emoji. Ja, ich verstehe das Emoji schon, aber Ich feiere das nicht. Natürlich nicht, weil es immer was Negatives ist. Ja, genau. Luki, 1887 zum 30. Schreibt Moin, Moin, Luki, danke für den 30. Kuss, vielen Dank. Spitzige Snow. Guck mal, hat einen Schneemann oder eine Schneeflocke? Er nimmt seinen Job ernst. Ja. So ist das nämlich. Ja? Das ist dein Turm dann, oder? Oder ist das ein Slap? Ich hab den Deck offen, ne? Ey, Bro, hä? Wie dumm. Ich
habe halt immer so ein schlechtes Gefühl, Grabstein zu spielen. Weil dann lädt sich auch dieser Skelly-King auf. Kyrit LOL ist echt so, Junge. Ah, was, Digga? Ja, ja, genau so, doch, doch. Was, doch, Junge? Weirdes Statement, doch, Kyrit LOL. Doch, 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 gutes Statement. Musst du schmunzeln, aber das Statement stimmt. Lüge, Lüge, Lüge. Das hat Haramans hier immer im Check genutzt. Seitdem ist es immer negativ konnotiert. Spaß. Ja, doch, geht's schon. Real Talk. Diese Kombi ist wirklich schmerzhaft. Dieser Emoji und dann noch die Zigarette. Das ist ja wirklich. Dann kannst du, ey, Digga, dann bist du einfach Versager. Wenn man die Zigarette und diesen traurigen Emoji in seinen meist benutzten Emojis hat, dann du hast du echt ein Problem an Scheiße. Hast du gerade gesagt, er kann das comebacken? Ja. Achso. Ich glaube nicht. Nee. So wie er spielt, kommt er gar nichts. Ich esse Fleisch. Ich esse Fleisch, das ist so eine geile, präzise Angabe, wirklich. Das ist für ein Statement. Einfach nur nice. Ja, einer hat gefragt, was ich esse. Ich hab die Frage übersprungen und direkt zur Antwort gegangen. Ja, was machst du, Kai? Kannst du aufhören zu verlieren? Ich mach nichts falsch. Findest du, ich mach was falsch? Ja. Bis da, Balloon. Oh. Das ist von einem Turm, ne? Ohne Mut schreibt, naja, manchmal. Ich hasse das so sehr, ne? Du läufst wirklich 3 Minuten lang und dann verarschst du ihn einfach, indem du einfach doch nicht mehr darfst. Ja, aber. Der Erfolg gibt dir in dem Fall nicht recht, das stimmt. Ich finde so Emojis, ich habe eigentlich gar kein Emoji, wo ich sage, der ist wirklich, der fuckt mich ab. Der Mittelfinger? Den kriege ich auch zugesendet. Noch nicht. Den ich. Welche finde ich räudig? Nee, also dieser Zwinker-Smile ist logischerweise ein bisschen räudig. Dieses, ich ficke dich. Nee, das ist, weil ich bin ein arrogantes Knechtgesicht. Clown macht mich immer so. Ja, Clown ist. Dieser Clown ist halt, der hat. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Clown ist halt out of. Egal welcher Kontext, der Clown ist immer triggernd. Weil der Clown an sich so eine Angriffsfläche bietet. Ich weiß nicht. Das ist ganz komisch, da werde ich automatisch aggressiv. So ein bisschen, ja. Stimmt. Danke dir für den zweiten. Da muss er nicht bei einem einer Meinung sein. Kann der. Hallo? Danke. Ey, du bist am Losen, Karl, hä? Triple Time hätte ich wirklich verloren, wenn ich mit Triple Time wäre. Ja, gut, aber das ist ja jetzt. Also, du bist ja trotzdem am Losen, Karl. Oder? So, jeder hat das sagen? Eine Familienmitglied, ja. Was zum Beispiel sagt: Ich gehe jetzt irgendwie Holz kaufen. Holz kaufen? Ja, also, ich weiß nicht. Ich wurde nicht. Ja, okay. Und dann wird hinter das Holz so ein Holz-Emoji gesetzt oh, und das ja. Kauft eine Einkaufstüte. Ja, ja, ja. Wenn immer denkt, oh, das muss jetzt nicht sein, come on. Ja, 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 ja. Ja. Diese unnötigen Verzierungen. Ey, Karl, du hast verloren. Ja. Ey, bist du raus, Karl? Nee, noch nicht. Nein, wir haben noch eine auf Offen, aber er hatte alles gegen mich. Bruder! What the? Hä? Hä? Das war mega scheiße von dir gespielt. Ist echt so, hä? Weiß ich nicht. Doch, wirklich. Du hast voll geführt und hast dann weggeworfen. Hm. Komm, jetzt sauer. Eieiei. Hese kaufen, genau so, Tommy. Da fehlt ja noch der Einkaufswagen. Jason. Ich spiel Jason Derulo. Jetzt geht's rum. Genau bitte. So, Kadil. Genau so. Hey, jetzt kommt es wirklich drauf an, wer nächstes Game verliert, so. KMLK, du sollst aufhören, Wattle zu sagen. Was soll ich machen? Einer sagt KMLK, er soll aufhören, Wattle zu sagen. Das Video wird angenommen und wird verwertet. Wir denken drüber nach. Linker Smiley Clown. Hey, Morten, bist du jetzt zufrieden so mit den Aussagen, mit dem Feedback, das du hast, oder? Naja, das Feedback konnte ich mir selbst schon. Also, das Ding ist, im Endeffekt habe ich ja eh recht so. Deswegen, das war jetzt einfach nur. Ich habe jetzt gehofft, dass Bix das gleich gesagt wie ich. Und wenn nicht, dann ist mir die Meinung halt egal. Das ist ja richtig nice. Sieht der ein Schissko oder? Nee.
Nice. Und das war's dann mit ihm. Schade. Nein, ist okay. Ich fange was an mit dem Feedback. Ich weiß es nicht. Aber gut zu wissen, so, wie andere Menschen darüber denken. Vielleicht kann ich Floppy noch fragen. Nee, Junge, nee, den kannst du nicht fragen. Der ist überhaupt nicht im Game. Ja, stimmt. Aber Floppy benutzt auch immer Haha. Der benutzt eigentlich keine Emojis. Zumindest bei mir. Das stimmt, ja. Aber Floppy benutzt so ganz weirde Sticker. Auf einmal. Was für ganz. Ganz weirde Sticker. Aber habe ich da, sage ich jetzt nicht, weil ich da auf einmal habe, aber es ist wirklich, also. Hast du das Penisbrötchen schon bekommen? Okay, das sind sehr gut, das Penisbrötchen. Was ist denn das Penisbrötchen? Das ist eine Bratwurst mit Brötchen, ist halt was anderes drin. Ihr habt mich der Strobel gesendet, Digga! Der Strom ist so ein Schwein, der sendet mir so eklige Sachen. Den Dreizack hat er mir auch gesendet. Ein Dreizack? Send dir beide. Und wenn du die flamest, dann musst du schon Strom flamen. Oh Junge, ich will's jetzt schon wieder nicht wissen. Oh Mann. Nein, nein, das, dafür bist du nicht bereit. Aber ich bin auch ehrlich, mittlerweile. So, ich bin halt wie gesagt kein Emoji-Fan, aber wenn Leute so, wo ich merke, so, die benutzen viele Emojis, bin ich bereit dafür mich anzupassen. Auch Emojis zu nutzen, okay. Dann benutze ich auch ab und zu so ein Lach-Smiley. Oder die Sonne. Oder den hellen Mond. So. Ich bin bereit. Die Meta-Endung geht auch mit. Ich bin bereit, wenn du es bist. Digga, was passiert denn hier gerade? Ah, shit, die kann ich nicht zünden. Ja doch, es ist Oh mein Gott! Ja, wie gut. Bleibt nur nicht viel, ne? Was, Leotech, oder? Mega Ritter vorgeschissen, hab ich voll launched. Ich glaub, Mega Ritter davor. Der war aber nicht gut, den hätte ich nicht in die Knie gespielt. Ja, Bixen spielt jetzt gerade gut. Ist eigentlich wahrscheinlich ein Ego und Manedo von. Manedo der bessere Player gewesen. So, jetzt bist du in so einem Cycle. Ja, ich glaube, ich bin das nicht ganz so geil für mich, ne? Na, Gengar hat aber wenig Elixier, der kriegt kein Mega-Ritter da vorne, der muss noch was setzen. Aber eigentlich, wenn du so. Game wie ich? Was für ja. Mega-Ritter setzen? Hä? Wie soll er denn Mega-Ritter setzen? Er hätte gar kein Elixier dafür. Ja, ich sage aber, in welcher Situation, wo Mega-Ritter vor. Ah, egal, scheiß auf. Passt schon. Ja, so auf die E-Golem und dann Counter pushen. Boah, was ist mit dir? Morten, kannst du Karl Frau begrüßen? Kann er ist. Was mein passiert Vorbild. Hier? Hallo, grüße dich. Das ist er wahrscheinlich nicht mehr, jetzt bist du wahrscheinlich nicht mehr sein Vorbild. Schade. Ist schon Zeit. Neues Deck zu lernen. Neues Deck zu lernen. Ja. Dieser scheiß dreckige, ne? Also. Oh, hätte der gesplashed. Fisch hab ich schon vergessen. Ja, ich auch. Ja. Kommt der Nade oder so? Da kommt ein Feuerball. Reicht. Auch gut. Danke, Lucinio. Oh mein Gott, okay, er ist bei 2. Ihr könnt Flying Machine, muss auf Flying Machine Krieg aufpassen, Bruder. Ja, wir sind dabei. Auf Queen Knick. Oh mein Gott, ich bin's hier! Freunde. Alter! Freunde! Entspannend! Entspannend! Ich wusste, dass er kommt. Ich wollte ja automatisch setzen. Du musst jetzt WhatsApp kurz gucken. Schuh. Sticker. Schuh. Wichtig! Hey. Hab ich die WhatsApp? Ach, Digga. Oder das hier, der ist auch voll der Strobel. Alter, geiles Sticker, oder? Chef Strobel. Wie gesagt, ich blame nur Chef Strobel. Ist so. Ah, oh, Junge. Er selbst mich nicht. Ich schreibe den Dreizack nicht, Aber darf ich nicht sagen, dass sich die Leute so denken, den Dreizack, wie ich ihn hier denke? Ja, das ist. Ja, gerne sagen. Ja, der ist sehr geil. Oh, Junge. Nee, wenn wir die zeigen, die Sticker, dann werden wir gebannt.
Ich würde auch immer so analysiert. Ja. Ey, ich nehme mir hier den Hintern ab gegen ihn. Du bekommst den größten Schwanz schon wieder. Guckst hier ran. Ja, aber er hat, er hat ja echt gute Karten gegen mich. So. Oh Gott. Den größten Dreizack. Das war's. GG's. Well played. Karl hat schon gewinnt. Big Spin ist jetzt hier langsam. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Karl mit dem Deck besser ist als Big Spin mit seinem Deck. Das ist korrekt. Das war auch nie in Frage zu stellen. Ich spiele ja nie. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit so viele Siege habe. Ich muss echt mal Fortnite spielen irgendwann. Wieso kommen jetzt hier irgendwelche Themenwechsel? Nein, ich habe nur gerade im Chat das gesehen. Wie geil wäre so eine Runde Fortnite? Ich bin leider nicht der beste PC-Gamer. Ich kann nur Clash Royale. Echt? Ja, so mit Tastatur und so. Man, kann man Fortnite noch mit Controller spielen oder ist das komplett ja, und was ist mit Fall Guys passiert? Fall Guys? Komplett tot. Hast du das Clash Mini Update schon gezockt? Nee. Ja, verstehe ich. Busy mit Emojis die ganze Zeit zu antworten. Ich hab's heute gespielt. Ich wurde dreimal von Prinz gefistet. Der ist OP, der Knockback-Truppen. Ohne Grund. Lol. Und das Ding ist, die haben ja keine Challenge-Marken oder so mehr. Der erste hat irgendwie 10.000 Trophäen Abstand, Digga. Ja. 24-7. Oh nein, es ist nicht so ein Grind-Spiel so vorne, oder? Doch, das ist so wie Brawl Stars. Du meinst Leather Brawl Stars? Ja, das ist Leather Brawl Stars. Oh. Ich hab mir letztens den Frank mit Karl angeguckt, Big Spin. Er hat die ganze Zeit gelacht und ich hab's nicht verstanden. Ja, dein Gegner ist schon wieder Swans. Okay, das war halt die Time, wo es ankert noch war. Ich geh rein. GG. So langweilig. Du hast halt nicht eine Runde gewonnen und trotzdem gesagt, dass Frank OP ist. Das ist so geil. Ach, Digga, wer ist er denn? Ja, gut, ich hab aber. Ey, wir können. Kann man. Ist Tide Trade erlaubt? Nein, nein, nein. Ich kann auch spielen. Was ist das denn? Ja, nach so vielen Niederlagen habe ich dann gesagt, irgendwie braucht Frank Buff. Echt, hast du das gesagt? Ja. Ich glaube, es sollte jetzt auch schneller attacken. Ja. Da sieht man halt einfach, wie krass ich mich auseinandergesetzt habe. Was? Hä, woher? Ego-Level, du hast verloren. E-Giant meinst du? E-Giant. Ja, ja, ja. Wieso habe ich verloren? E-Giant ist die Brücke. Der kommt jetzt rein, dann habe ich einfach die Heiler ran und dann kann ich den. Ja. Wir analysieren das Game. Wie schätzt du es eigentlich? Glaubst du, der hat verloren? Nein, die Heiler kommt dagegen. Heilerin ist doch super nice gegen E-Giant. Ich bin halt recht. Oder nicht? Hä, was redest du? Ich rede hier über Long Term. Wie lange geht das? Ja, was soll ich sonst sagen? Also zugeben, dass sie verkackt haben, sage ich dir jetzt nicht, ne? Long Term. Video 10 von 10, Long Term. Hä, Wichtig, denkst du auch so? Was? Ey, Wichtig, nein! Auch so. Video 10 von 10, Tag gefickt. Ich bin leider nicht Jonas. Bei mir gehen leider haben die Videos. Ja, Alter, keine Ahnung, ich hab verloren, GG. Kann ich mal, ja, mal lacht der, hä? Und die Ente. Ich kann auch ab und zu BM von Jonas. Ich gehöre zu ihm. Hä? Warum BM der? Hör mich schon wie BM. Ich bin mal Getter E-Trophy, weil du gegen gewonnen hast. Das kann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Alles gut, ich werde auch ab und zu von ihm BM. Also ist so tagesabhängig. Ja, okay. Das ist tagesabhängig. Das ist nicht persönlich. Anscheinend hat er einen gleich schlechten Tag wie ich. Ja, das passiert nicht dem Besten. Natürlich unlucky. Das ist echt unlucky, BM. Das ist echt unlucky, Mann. Nächstes Mal mit ein bisschen mehr Glück wirst du nicht BM. Ja, okay, Kai, du darfst rein, wenn du möchtest. Und dann können wir. Ich bin Ego-Golem zockt. Ich glaube auch, ich bin Ego-Golem. Wenn ich verliere, machen wir besser. Ja, frei. Aber ich würde dich ja auch nicht. Also, wenn wir jetzt. Also rein hypothetisch, wenn wir. Das ist ja nicht. Ah, okay, es kann sein, dass es nicht Jonah ist. Ja, es kann sein. Warte, gucken wir gleich nach. Stimmt, es gibt diesen. Kann Teil sein, dass sich dieser lustige Lurch da. Dass der praktisch. Ja,
den Account sozusagen, ja, es wäre okay, gut, ja. Ja, Digga. Das ist sogar noch erbärmlicher, dass dann Leute ihnen schlechte Licht drücken wollen mit einem Fake-Account. Oh mein Gott, deswegen hat er auch gutes Spiel geschrieben, weil er mich Draw, weil er mich Erz weggefahren hat. Oh Gott, wie schnell. Er hat nicht weggefahren. Also, das war nicht 100 Chats. Ja, der wollte ich Winstealen. Das hast du mal gemacht. Ja, gedacht. Der wollte ich Winstealen, genau. Was ein Hund, Digga. Oh, Junge, mega erschrocken, Digga. Ich dachte gerade, irgendeine Tasse fällt runter oder so. Alter. Wolltest du die auffangen? Ich wollte sie. Digga, ich dachte gerade, du wirfst eine Tasse auf mich. Biker Gang war hier. Du kannst doch nicht in so einer Zeit solche Jokes machen. So ein Bayergänger, ich hör's mal. Ja, okay, er spielt mein Deck, nur ein bisschen anders. Vielleicht mit keiner Card. Hä? Ist das nicht rum? Lockpredict ready? Ja, Lockpredict, bist du ready? Ja, Lockpredict. 9 Karten mal wieder. Er hackt. L. Ivan. Hat er keinen Lock ready? Nee, ja, er hat sich im Cycle. Hey, manchmal ohne Witz. Du findest irgendwie auf Platz 5 der Welt und hast das Spielfisch als so eine Kartoffel. Das ist echt so, Digga. Kein wirklich richtig schlechtes Spielverständnis. Aber deswegen spiel auch Lava, Luke. Das gibt so auf den Sack, Digga. Dein Konkurrent spielt Ego. Was? Boah, dass das gehillt war, ist frech, ne? Ja, das hast du ja für den Lockcall auch verdient. Ja. Unabhängig mal von der Spielverständnis, hätte schon ein Hit sein können. Nein, Spielverständnis wird ja auch. Das hängt damit zusammen. Wir wissen, was ich jetzt aber auch sagen. Du bist nicht mehr erster im Turnier, Zwinker Smiley. Tommy, du bist ein Clown. Eine Zigarette. Ey, Rohat, was geht? Rohat, wir haben vorhin Call geführt. Wie würdest du dir Barbaren in der Meta einschätzen? Einschätzen. Ja, es wäre so vorbei. Feuerball noch? Ja. Ja, setz dir meine in deinen Grabstein rein. 2 Minuten gespielt, Bruder, dein Spiel verstehst, dass du gewinnst, ist dumm. Wo hat er den Feuerball gespielt? Bro, das war gerade vorhin auf dem Ballon. Nein, das also, du hast wir halten fest, er hat keinen Lock und er hat aber auch Feuerball tatsächlich. Falls du es immer noch nicht weißt. What the? Nein, Karl. Ich weiß nicht, wie du diese Challenge gewinnen konntest. Unverdientes Fuck. Ja, Karl, ey, du hast gewonnen. Glückwunsch an dich. Bestes Beispiel. Selbst wenn ihr nichts könnt, ihr könnt trotzdem Geld verdienen. Perfekt, komm in die Gruppe. Ey, Karl, Glückwunsch. Du hast geschafft. Dankeschön.